Jo, was geht ab, mi friendos? Ein kurzer Prolog zu den aktuellen Geschehnissen. Wie vielleicht schon einige von euch mitbekommen haben, wurde mein Kollega-Video gesperrt. Ob es sich bei den Copyright-Claims um einen automatischen Claim vom Algorithmus im Hintergrund von YouTube handelt oder dieses sogar manuell von einer bestimmten Person oder dessen Management ausgelöst wurde, kann ich Stand jetzt zur aktuellen Zeit sehr, sehr schwer beurteilen. Ich gehe aber sehr, sehr stark von der zweiten Konstellation aus. Einige von euch werden sich vielleicht fragen, wieso ist denn überhaupt das Video von dem YouTuber Aimless gesperrt worden? Und was sind denn die betroffenen Videosegmente bzw. Videostellen in meinem Video, weshalb es überhaupt zu diesen Copyright-Claims gekommen ist? Und da möchte ich jetzt mal etwas auflösen. Die betroffenen Stellen in meinem Video waren die Videoausschnitte, die ich aus einem Re-Upload-Video von der Bosshaft Unterwegs-Folge benutzt habe, in der das damalige Wiedersehen von Kollega und Rispo zu sehen ist. Kollega hat ja in dieser Bosshaft Unterwegs-Folge seine Lost Tapes EP als Boxinhalt für das Zuhälter-Tape 4 für die Deluxe-Box angekündigt und hat in diesem Video eindrucksvoll seiner Schauspielkunst freien Lauf gelassen und diese eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er hat ja behauptet, dass die Tracks der Lost Tapes EP zwischen 2005 bis 2009, also in diesem Zeitraum, entstanden sind. Das ist aber nachweislich eine Lüge. Und er hat auch noch vor laufender Kamera seine Fans damit verarscht. Das habe ich halt in meinem Video thematisiert und dementsprechend auch exposed. Aber das ist ja auch eh schon ein offenes Geheimnis in den Tiefen seiner Fankreisen, dass die Lost Tapes EP einfach fake ist. Und genau diese besagten Videoausschnitte, in dem Felix halt diese Behauptungen zur Lost Tapes EP aufgestellt hatte, habe ich ja in meinem Video eingeblendet und dementsprechend auch thematisiert. Ich blende euch kurz mal ein paar Screenshots von den Copyright Claims zu den besagten Videostellen ein. Diese wurden, wie ihr hier wunderbar sehen könnt, von Alpha Music Empire gesperrt. Da scheint wohl jemand kein Gefallen daran gefunden zu haben, dass ich diese Fanverarsche nochmals aufgezeigt habe. Naja, wenn das die Reaktion auf Kritik ist, dann kann ich ja an der Stelle von mir selber auch schon behaupten, dass ich alles richtig gemacht habe. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die betroffenen Videostellen im Re-Upload-Video etwas unkenntlich gemacht. Diese Videostellen bleiben aber für die Nachwelt im Re-Upload-Video enthalten. Ich werde diese Videostellen nicht rausschneiden. Fanverarsche muss aufgezeigt werden. Genauso werde ich mich mit solchen Moves nicht mundtot machen lassen. Deshalb lade ich dieses Video einfach nochmals hoch. Trotzdem möchte ich mich bei euch allen für den ultra krassen Support für das letzte Video, für die Interaktion, für die Likes, für die Resonanzen und so weiter von ganzem Herzen bedanken. Helft mir jetzt bitte dieses Video auch wieder in den Algorithmus zu pushen. Und das war es jetzt von meiner Seite mit dem kurzen Prolog, mit der kurzen Erklärung, warum mein Kollega-Video gesperrt wurde. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen des Re-Upload-Videos. Yo, was geht ab, mi friendos? Willkommen zum nächsten Video auf meinem Trippy-YouTube-Kanal. Mit dem heutigen Video wird eine kleine Videoreihe auf diesem Kanal gestartet, nämlich zu den größten Scams der Deutschrap-Geschichte. Ich möchte die Kuh ja so richtig schön melken, so frei nach dem Motto, alles für die Klicks. Ich werde natürlich selbstverständlich kein schnell hingeschissenes, sowie hingerotztes 5-Minuten-Video veröffentlichen, in dem ich ein bisschen die Themen nur oberflächlich behandeln werde, sondern werde auch sehr ausführlich sowie detailliert auf einzelne Nebenkriegsschauplätze, Aussagen und Zitate der jeweiligen betroffenen Personen zu den Scams eingehen. Wir fangen heute mal mit der Elite des Deutschraps an, wenn es um Scams geht. Nämlich mit dem Big Boss Don Pimp Illuminati himself. Natürlich ist hier Kollega gemeint. Da die Liste seiner Scams wirklich endlos lange ist und ich glaube fast keiner so viel Müll in diese Richtung fabriziert hat wie er in den letzten Jahren, wird mich dieses Video safe innerlich brechen und mir unfassbare Schmerzen bereiten. Okay, ich bin wirklich ehrlich an dieser Stelle. Diese Schmerzen fühlte und spürte ich schon während der Recherche. Da gerade Kollega ein Meister der manipulativen Rhetorik ist und sehr viele seiner Scams darauf aufbauen werden. Spoiler-Alarm an dieser Stelle, wird dieses Video etwas länger von der Laufzeit. Okay, da habe ich auch an dieser Stelle nochmals absolut gelogen. Es wird sehr, sehr lang. Kollega aka Felix Blume ist eine Person des öffentlichen Lebens, die versucht seine Vorbildsfunktion ernst zu nehmen und es sich zur Aufgabe macht, anderen Alphas zu helfen. Ein Mensch, dem es auch am Herzen liegt, der Community, die ihn aufgebaut hat und seit Jahren treu begleitet, etwas zurückzugeben. Dieses Jahr wird viel passieren, Alphas. Deswegen stehe ich auf eurer Seite, wenn ihr mir folgt. Wenn ihr an meiner Seite steht, Alphas. Wenn ihr, ich will keine Follower. Ich will, dass ihr selber Führungspersönlichkeiten werdet. Ich will, dass ihr mehr seid als nur irgendein Pisser, irgendeiner, der im System ist. Hör mal auf zu boxen. Aber ihr seid auch meine Familie. Und jeder da draußen hat das Zeug zum Genie, zum Star
und zum Übermensch. Und ich stehe an deiner Seite. Alpha. Wenn du einmal Alpha bist, dann stehe ich hinter dir. Zum einen durch andere Geschäftszweige außerhalb der Rapmusik, wie zum Bleistift durch seine Boss-Trafo, diverse Realtalk-Videos oder seine Männlichkeitsratgeber. Das ist Alpha, die 10 Boss-Gebote. Kolle selbst nimmt nichts in die Hand, was seinem Image oder seinem zukunftsorientierten Handeln schaden könnte. In seinem erfolgreichen Werdegang stoßen jedoch ein paar Widersprüche sowie Diskrepanzen auf, die sein perfektes sowie einwandfreies Saubermann-Image schaden. Aber alles der Reihe nach und genug geredet. Fangen wir jetzt einfach mal an. 2017 verklagte ein Dresdner Online-Unternehmen den Weltmonarch auf satte 250.000 Euro Schadensersatz, weil dieser die getroffenen Vereinbarungen nicht einhielt und mutmaßlich dadurch gegen den damaligen Lizenzvertrag verstoßen habe. Bei dem betroffenen Unternehmen handelt es sich um die German E-Trade GmbH, die früher insbesondere Kollegas Kleidungsstücke seiner Modemarke Deus Maximus produzierte. Die Ware bzw. Kollegas Kleidungsstücke wurden nämlich in China hergestellt, mit der E-Trade in knapp 2 Jahren satte 750.000 Euro Umsatz generierte und im eigenen Online-Shop, das war der damalige Deus Maximus Shop, Kollegas Kleidungsstücke vertrieb. Wer von euch erinnert sich denn noch an den damaligen Zeitpunkt, als Kollega O plötzlich eine Kooperation mit DevShop einging und die Kleiderstücke seiner Modemarke Deus Maximus in deren Online-Shop vertrieb? Tja Leute, genau zu diesem Zeitraum, also Ende 2017, stellte der stets hellwache Businessmonarch die Werbung auf seinen Social-Media-Kanälen ein und unterstützt anschließend im Januar 2018 ein anderes Unternehmen. Die Rede hier ist natürlich von DevShop, die Produkte mit Kollegas Modemarke Deus Maximus verkauften. Ebenfalls sollte hier auch erwähnt werden, dass parallel Ende 2017 die damaligen Online-Shops von Deus Maximus, sprich die German E-Trade GmbH, die Werbung von Kollis Modemarke auf sämtlichen Plattformen wie Instagram oder Facebook einstellte. Wegen des sehr löblichen und vorbildlichen und seriösen Business-Moves des Business-Monarchen, wohlgemerkt hat er per SMS gekündigt, blieb die Dresdner Firma auf ca. 17.000 Produkten sitzen. What the fuck, das ist eine ganze Menge. Zum einen weiß ich halt auch niemand ohne Kollegas Werbung für die Produkte interessierte, ist ja auch irgendwo logisch. Auch weil der Don Business Illuminati die vereinbarte Kündigungsfrist von 8 Monaten nicht einhielt. Kollega und dessen Anwälte bestritten dies. Die damalige Zusammenarbeit sei einvernehmlich beendet worden und eine entsprechende Kündigungsfrist wurde nie vereinbart. Außerdem sei Kolle selbst gar nicht Vertragspartner, sondern hätte alles über eines seiner Unternehmen laufen lassen. Nach Angaben des Gerichts wurden einige der Vereinbarungen damals mündlich getroffen. Die zuständige Vorsitzende betonte damals, je mehr Zeit vergehe, desto schlechter sei die Ware verkäuflich. Wir fänden es sinnvoll, das hier zu beenden, sagte sie. Dass der Vertrag einvernehmlich und beiderseitig aufgehoben wurde, glaubte das Gericht dem Anwalt Kollegas nicht. Da hat der Business Illuminati wegen seiner eigenen Modemarke blechen dürfen, wenn das nicht Ironie des Businesses ist. Im November 2015 zeigte die neueste Bosshaft Unterwegs-Folge das damalige Wiedersehen von Kollega und Rispo. Letzter hatte einige alte Dateien und unveröffentlichte Songs von Kollega dabei. Am Ende verkündete Kollega, dass diese Tracks bald gebündelt als Bonus-EP Lost Tapes in der ZHT4 Deluxe Box geben wird. Und ich habe mir überlegt, da musst du eine Bonus-EP draus machen. Für die ganzen alten Fans, die immer wieder gesagt haben, mach mal wieder ein Zusatz-Tape, die alten Tapes war so geil. Ich habe eine schöne Bonus-EP zusammengestellt daraus, ist ein kleines Ding so und ihr könnt daran quasi, ich habe es chronologisch geordnet, ne, von 2005 bis 2009. Zulter-Tipp 1 bis RPG 1 habe ich es geordnet, da kann man schön, beim Durchhören hast du halt schön den Werdegang, so die Evolution meines Rap-Stils auch. Auf dieser besagten Lost Tapes EP soll unbekanntes Material zwischen 2005 bis 2009 zu hören geben. Kollega selbst hat sich an viele Parts und Songs gar nicht mehr erinnern können. Und das Ganze ist auch teilweise noch mit Flow-Fehlern und alles nicht perfekt und der Sound ist scheiße, aber ist ja scheißegal. Es sind alte Rizzo-Beats. Auf die ich damals mal gerappt habe, es sind authentische Files, von denen ich selber nicht mehr wusste, dass sie existieren.
So ist das so. Hören wir mal dazu Showtime 3 aus dem Alpha Gene Album an. Gebild, steh mit in dem Track des Red Light Districts. Jeden Tag an der Crackpipe sitzt. Ich habe das Beat. Versorgern waren Höfen, die in der Straßenmusik. So wie Panflöten spielen. Mir wurde schon im Kindesalter Pimpverhalten großgeschrieben und das nicht nur im Rechtschreibtest. Und vergleichen den Track mit Überlegene Psyche von der Lost Tapes EP. Blick meines Maybachs bewusstlos. Ich lebe in Reichtum und Luxus. Wie Kaiser Augustus und sitze in ledernen Sesseln. Bin an Wochenenden auf Tanzbällen in Megapalästen auf Edelpark. Na, wer hört denn die riesigen Unterschiede heraus? Eine Glocke in der Tasche, eine Glocke in der Jacke, auch hier hat Kollega seine Fans mal wieder verarscht. Die Tracks der Lost Tapes EP wurden 2015 aufgenommen und nicht wie behauptet zwischen dem Zeitraum 2005 bis 2009. Am Ende verbleibt zu sagen, dass das 5000 Jahre alte Stonehenge, wie beispielsweise auch die Himmelsscheibe von Nebra, ein klares Zeugnis darstellt, dass Menschen in Europa vor Tausenden von Jahren deutlich weiterentwickelt waren, als von der modernen Wissenschaft und Archäologie angenommen wird. Da das Dritte Reich an ein subtropisches Paradies im Erdinneren glaubte und danach weltweit forschte, vermutete der SS-Chef und okkult-esoterisch veranlagte Heinrich Himmler aufgrund von Sagen und Mythen der Antike, dass auch im Untersberg gigantische Höhlensysteme in dieses Paradies in der hohlen Erde führen. Außerdem kickt Kolle auf den Track Mondsichel, Lichterschein, Lines, die schon von Spurti aka John Rapper gekickt wurden. Kommst heim, siehst sie mit ganzem Mund, wie sonst nur beim Weihnachtsessen. Fängst an, dich einzunässen, willst sie freikaufen, doch hast grad mal ne Zehner und nen Fünfer wie ein Freibad weg. John Rapper hat ein gemeinsames Album mit Robbie Banks. Letzterer auch unter anderem als der Lila Pimp im MC-Forum bekannt und kennt Kollega auch persönlich. Mehrere seiner Zeilen hat Kollega ja übernommen, das weiß man ja heute. Wahrscheinlich hat Robbie Banks einfach vergessen, dass besagte Line schon von John Rapper verwendet wurde und hat sie daher auch Kolle geschickt. John Rapper rappt diese Zeile als Featuregast von Rapper Cinema auf dem Track Dunkin' Donut, der damalige Laskadis. Ich blende euch dazu kurz mal die Line von Spurti ein. Laska kriegt ganz in den Mund wie sonst bei Weihnachtsfesten. Du hast gerade meinen 10er und 5er wie Freibadbecken. Und Kollega rappt die Line, wie bereits schon eingangs erwähnt, später auf dem Track Mondsichel, Lichterschein, der höchstwahrscheinlich erst im Jahre 2015 geschrieben und aufgenommen wurde. Nur den Reim ändert er von Weihnachtsfesten auf Weihnachtsessen. Wenn das mal nicht ein komischer Zufall ist. Ich hab dir noch einen Gast mitgebracht. Überlegene Psyche, herausragende Scam-Methoden, abgespaced. Früher warst du Frauenschwarm, eine Rap-Ikone. Und heute Vrill, Kristallmatte und Krypto-Scam. Voll an der Grenze, so wie ein Saufarbe der Mexiko. Deine dumme Scheiße kommt am echt wie Comedy vor. Ausnahmslos, alles gelogen wie dein Holly-Support. Fixed Holly im Statement, für ein paar Klicks du Ehrenmann. Wolltest ihm helfen, doch wärst ohne seine Skills nicht relevant. Komplett grenzdebil, was du da so Ehrenloses sagst. Sprichst von fehlendem Testo, doch bist selbst depressionsgeplagt. Dein Mindset, oldschool wie ne Durek. Bringst selbst Songs über ne Schlampe, Digga, Shoutouts an dein Dude-Track. Wen willst du verarschen? Keiner kauft dir das ab. Kristallmatten-Flex, keiner kauft dir das ab. Alleine NFT, keiner kauft dir das ab. Außer Mischa, bei dem du dann paar Aufnahmen machst. Lad die Ballermann-Patronen. Dein Kryptoschuh war echt ne ausgefallene Idee, wie deine Haartransplantation. Ein Punch und du liegst. Heute hast du nur durch die Glatze mal ne stabile Platte zu bieten. Drop doch Boss Aura 2, ach nee, das ist ne Legende. Denn San Diego ist ja leider nur mit Kiffen beschäftigt. Hast du doch was parat, dann nur ist Robbie am Start. Wie in den Nullerjahren beim ZDF Sonntagsprogramm. Apropos Diego, du lupenreiner Antisemit. Fronts gegen Juden und der darf dann brav dein Alibi mien. Verbreitest Judenhass, konsequent und bundesweit im Netz. Doch für Felix ist das alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Während ich mehr Bretter als der Hagebaumer bring, lässt du dich von einem Konrad ficken wie die Adenauer, Bitch. Du wurdest so oft gefickt, du bist ne Stricher Natur und bietest nur durch die Hitler-Frisur ne Killer-Figur. Kollege, der selbsternannte Rap-Mogul im Biss. Simpfen ist nicht drin, doch damals fleißig Testokuren gespritzt für dieses peinliche Ergebnis. Und um auszusehen, als hättest du vor 20 Jahren das Zeitliche gesegnet. Lass inzwischen Fick Richtung Kolle. Für ihn seh ich schwarz, als wär's der Lippenstift seiner Ollen. Und die Schwanzlutscher behaupten, dass ich rap wie Kollege. Größter Witz, denn nicht mal Kolle selbst rap wie Kollege. Schaut's an Holly, Duffy und Rob, denn deren Werke schlugen härter in deinen Schädel als die Kalaschnikow. Das von Flair war damals leider kein Hot Take. Denn fake Rapper droppen fake Scheiße, Shoutouts an die Lost Tapes. Machst auf Kaiser und auf heiliges Königtum. Und das alles für ein paar Klicks, du Verlierer. Doch bist wie die Erfindung des Fliegers, denn im Endeffekt
Artefakt verhelfen, dir paar Rides zu nem Höhenflug. Free Spirit, was war das für ein Dreck, verdammt? Mit dem fucking Album zogst du ja mehr Rechte an als Telegram-Mucke, bei der man nur noch Schamröte kriegt und das Gesicht verzieht wie Felix bei einem Franz Pöckler klebt. Ey Kolle, du bist neidisch, denn ich hab die Verbrecher-Aura, du nur die Querdenker-Aura, so wie Merz oder Gauland, mal ehrlich. Was soll die Promo auf TikTok? Krass, der selbsternannte Big Boss hat Angst vor nem Impfstoff. Du Impfgegner, Opfer und Beiter. Das Volk vermisst nicht seinen Boss, sondern Writer. Rap ruhig weiter von deinem Beamer und Maybach. Du Romanfigur, deine ganze Existenz basiert auf nem Schreiber. Früher fabelhafte Tracks, heute Tafelwasser-Scam. Ich bin weiß Gott kein Hater, lediglich ein jahrelanger Fan mit nem Helfer-Syndrom. Find bitte zurück zu dir selbst und betreib mal Selbstreflexion. Ein fettes Dankeschön geht von meiner Seite an meinen Bro Rexy raus, dafür, dass er mir für dieses Video einen so krassen Track als Gastpart zur Verfügung gestellt hat und er meine Anfrage direkt angenommen hat, als ich ihn fragte, ob er nicht Lust oder Bock hätte, etwas für dieses Video beizusteuern. Das Ergebnis kann sich meines Erachtens mehr als nur sehen lassen. Der hat dem Big Boss eine ordentliche Breitseite auf Rap-Ebene mitgegeben. Eine stabile, lyrische Rückhandschelle kann man an der Stelle einfach nur sagen. Links zu dem Song von Rexy ohne mein Video und zu seinen Social Media Kanälen findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Lasst bitte unbedingt etwas Liebe für den Jungen da. Der hat wirklich Talent. Der gehört für mich aktuell zu den unbeschriebensten Blättern von den Newcomern, die ich aktuell selber auf dem Bildschirm habe. Jetzt hat er, glaube ich, auch mit dem Track eindrucksvoll demonstriert. Ich habe auch lange nicht mehr einen Diss-Track mit so einer hohen Punchline-Dichte gehört, vor allem wenn es um Kollega geht, beziehungsweise wenn hier Kollega der Gegner in dem Song ist. Wir alle kennen und lieben sie und wir alle haben sie schon in Rekordzeit als YouTube-Werbung geskippt. Business- und Lives-Coaches, die sich mit nur wenigen und effizienten Handgriffen ein Business aufgebaut haben und jetzt ihr Leben auf Mallorca mit teuren Sportwagen genießen. Und das, obwohl man noch ein Jahr zuvor noch als Fließbandarbeiter angestellt war. Als rationaler Mensch kommt da einem da oft nur ein Gedanke. Wieso sollte ein echter Millionär für 3- bis 4-stellige Beiträge Coachings verkaufen? Zu der Zeit steigt ein echtes Business-Schwergewicht in den Ring der neuerreichen Persönlichkeitsentwickler. Der Big Boss Illuminati Don Pimp Kollega höchstpersönlich. Auf den Spuren des seriösen Business-Experten Karl S. Ich will auch nicht meine ganzen Videos da nochmal nachreferieren oder mein Buch, da steht es doch alles drin. Ja, das ist Autosuggestion. Red dir einfach jeden Tag ein, du bist Boss. Das heißt, such dir immer neue Ziele. Ja. Und wenn du keine Ziele hast, wo du hinlaufen musst, dann läufst du auch gar nicht erst los. Also setz dir die doch mal. Ja. Und das wird dann automatisch zum Erfolg führen. Ja. Ohne Schmerz. Gibt es auch keinen Fortschritt. Mhm. Probleme sind nur da nicht geschockt. Mhm. Und wenn du keinen Hunger hast und keinen Durst hast, dann gehst du auch nicht auf die Jagd. Ja. Der satte Mensch, der selbstzufriedene Mensch, hat seinen eigenen Tod bereits besiegelt. Weise Worte, ja. Du sollst einfach die Leute motivieren, denen so ein paar Grundregeln aufzeigen, wie man es schaffen kann, aus dem Hamsterrad auszubrechen. Ja? Das heißt, sich quasi selbst den Weg in die finanzielle Freiheit zu erarbeiten. Wenn du dann aber ein bisschen älter wirst, zumindest in meinem Fall ist es so, dann geht es dir eher darum, aus diesem scheiß Hamsterrad auszubrechen, dir nicht deine Lebenszeit klauen zu lassen. Ja? Indem du einfach 10 Stunden am Tag eingespannt bist für einen Hungerlohn, von dem irgendeiner profitiert, der auf dem Stuhl sitzt und ein Good Life führt. So, ja? Deswegen musst du immer wieder auf Beutejagd gehen. Der Beutezug des heutigen Mannes ist rausgehen, Selbstständigkeit, Geld verdienen, Familie retten, selber retten, raus, freikaufen aus dem Sklavensystem. Kommen wir mal zur Alpha-Offensive. Was war denn gleich noch die Alpha-Offensive. Kurz gesagt, eine geplante Veranstaltung an der Seite des erfolgreichen Verkaufstrainers DK. Ich werde hier mal aus copyright-technischen und urheberrechtstechnischen Gründen den vollen Namen der besagten Person nicht aussprechen. Wir verwenden hier einfach mal sein Kürzel DK, das auch ebenfalls für Donkey Kong oder Drift King steht. Ähnlich wie beim Mentoring-Programm sollten hier mit Hilfe eines imposanten Live-Events angehende Alphas ausgebildet werden. Die teuersten Tickets haben 2.500 € gekostet. Ich kann es heute immer noch nicht glauben. Dafür könnte man aber auch einige Stunden mit zwei Männern mit Skills, Mindset und Kontakten verbringen.
Auch die anderen günstigeren Varianten der erhältlichen Tickets waren wirklich gottlos teuer für das, was man für den jeweiligen Ticketpreis erhielt. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Shitstorm wegen der Bepreisung folgte schnell und Kollege sagte das übertrieben teure Coaching-Event relativ bald ab, beziehungsweise er stellte es so dar, dass er es wegen den teuren Preisen absagte. Komischerweise waren die Preise für ihn vor dem Shitstorm noch in Ordnung und er stand auch hinter der Höhe der Kaufpreise der Tickets. Was für ein komischer Zufall. Das löste einen absurden Beef zwischen den beiden Mindset-Meistern aus. Per Videobotschaft meldete sich DK auf seinem Kanal zu Wort, um aufzuklären. Das Video ist mittlerweile auch von ihm gelöscht worden. So habe beispielsweise das Management von Kollega die Preise für das Event festgelegt. Auch hätten sie den Inhalten auf der Verkaufswebseite zugestimmt. Preise im vierstelligen Bereich sind für Marketingveranstaltungen übrigens durchaus üblich. Das hat ja auch Kolle selbst noch in seinem Statement dazu gesagt, beziehungsweise hat versucht, so etwas die Kritik abzuspettern, beziehungsweise dadurch zu relativieren. Ich blende euch mal kurz den Clip nämlich ein. Das ist in der Branche, wo er sich bewegt, völlig normal. Preise. Aber Felix ist die Realness in Person. Er ist sogar so real, dass er seinen eigenen Fans in diesem Statement versuchte zu suggerieren. Soll ruhig jeder meinen, ich hätte nicht alle Tassen im Schrank. Als hätte der Boss nicht gerade einen Haffi gemacht. Einem wie der Boss sagen würde, Haffi aus einer Kaffeetasse zu trinken. Obwohl diese Tasse aus dem Video von diesem Statement die ganze Zeit leer war. Richtiger Cringe-Moment an dieser Stelle. Ich weiß aber bis heute nicht so genau, was der Boss sich dabei gedacht hat, warum er das damals gemacht hat. Keine Ahnung. Allerdings hätte es auch Tickets im zweistelligen Bereich gegeben, je nach gewünschter Kategorie mit entsprechender Leistung. Auf seinem privaten YouTube-Kanal Felix Blume meldet sich Kollege anschließend erneut zu Wort und sagt folgendes. Obwohl du zu mir kamst im Interview, hast gesagt, lass uns doch ein Event machen. Das heißt, du wolltest meine Reichweite, du wolltest die junge Reichweite. Dann haben wir das angefangen, dann hat es sich nicht so entwickelt. Ich konnte irgendwann auch nicht mehr hinter diesen teuren Preisen stehen und wollte das einfach meiner langjährigen Fanbase nicht zumuten. Und das war der Grund, warum ich es abgesagt habe. Ja, genau, Kolle. Aber in deinem Statement zuvor hast du noch hinter den überteuerten Ticketpreisen gestanden. Leute, ich blende euch zur Gedächtnisauffrischung den Clip einfach von gerade eben nochmals ein. Das ist in der Branche, wo er sich bewegt, völlig normal. Preise. Und begründet, dass die Marktpreise für solche Marketingveranstaltungen üblich seien. Auch etwas fadenscheinig, wie Kollega hier einfach den Leuten versucht zu implementieren, dass ausschließlich die Idee für die Veranstaltung von DK ist und dass dieser die junge Reichweite von Kollega ins Visier nahm. Selbst wenn die Idee von DK gewesen sein sollte, was ändert es an der Tatsache, dass Felix ebenfalls Gefallen an dieser Idee im Vorfeld gefunden hat? Sonst hätte er wohl kaum im Vorfeld seinen Segen für diese Scam-Veranstaltung gegeben. Er hat hier ja ebenfalls potenzielle Käufer für die überteuerten Ticketpreise gespottet, nämlich seine eigene Community. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht in Form von haltlosen Anschuldigungen mit Steinen schmeißen. Der Shitstorm sei ihm ja egal. Ich blende euch auch dazu kurz mal diesen Videoausschnitt ein. Und ein Shitstorm geht mir nicht nah. Ich habe Shitstorms mein Leben lang gehabt, Bruder. Mir ist es so egal, was die Leute da draußen schreiben. Es juckt mich nicht. Aber es war auch mal für mich ganz gut zu sehen, ja, wer von meiner Fanbase ist real, wer ist nicht real. Du machst du machst 10 gute Sachen, machst eine schlechte Sache und die Leute haben es vergessen. Aber so sind die Menschen. Aber es ist, Bruder, es ist mir egal. Verstehst du, es ist mir egal. Natürlich sind Kollega Shitstorm sowas von egal. Ansonsten hätte er wohl kaum diesen Scam von Event abgesagt und die gesamte Schuld der Situation auf seinen ehemaligen Businesspartner DK geschoben. Wie zum Beispiel, dass er ebenfalls auf ihn hereingefallen wäre. Um sich ekelhaft aus der Affäre zu ziehen und somit die Vorwürfe der Abzocke und des Betrugs von sich wegzulenken, wenn es zuvor keinen Shitstorm gegeben hätte. Wer es glaubt, wird selig. Also die Aussage mit den 10 guten Sachen und eine schlechte Sache und dass die Leute immer vergessen und die Menschen halt so sind, ist schon sehr, sehr peinlich und gottlos manipulativ, weil das ist eine Begründung, die hier einfach komplett deplatziert ist, um die Kritik zu seinem Scam zu legitimieren und zu relativieren und die so etwas ins Leere laufen zu lassen, wenn ich das mal so ausdrücken würde. Also hier hat Kolle wirklich seine Kritikunfähigkeit auf einem neuen Level präsentiert. Hinzu kommt, sollte man hier auch mal erwähnen, dass sich Kollega grundsätzlich immer so verhält, wenn gerade solche Szenarien rund um seine Personen eintreten, sprich, dass Anschuldigungen bezüglich Abzocke oder Scam gegenüber ihm im Raum stehen. Das ist ein Muster, das sollte eigentlich jedem Blinden in Bezug zu Kollega auffallen. Der Big Boss himself wehrt sich gegen DKs Anschuldigungen. Ich habe gemerkt, ich bin das nicht.
Ich bin nicht dieser Verkäufertyp, der sich da hinstellt jetzt und für 2500 Euro den Leuten erzählt. So und so funktioniert's. Genau das gleiche Spiel gilt hier ebenfalls nochmals. Wie bereits schon eingangs von mir thematisiert, er stand, bis der Shitstorm gekommen ist, hinter den Wucherpreisen und hatte kein schlechtes Gewissen und keine Skrupel dabei, seinen Supportern für Lebensweisheiten à la KS das Geld aus den Taschen zu ziehen. Die Bepreisung der Tickets wurden ja schließlich vom Kollegas Management abgesegnet. Kolle ist und bleibt ein sehr schlechter Lügner. Er selbst kann die Vorwürfe nicht verstehen. Der Mann besitzt einfach keinen Funken Selbstreflexion. Denn um das Geld geht es ihm überhaupt nicht. Ist klar, Bro. Dennoch habe das, was er anbietet, einen Wert. Ob das aber auch bei bis zu 2500 Euro liegt, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Hier mein kleiner Vergleich. Bereits im September 2018 veröffentlichte der Business-Weltmonarch Kollega sein Motivationsbuch. Das ist Alpha. Die 10 Bossgebote kosten Punkt 22 Euro. Mit solchen 0815 Glückskicks Motivationssprüchen. Und nur weil die Lanxess Arena zu einer riesigen Deluxe-Box geworden wäre, wenn das Event dementsprechend stattgefunden hätte. Rechtfertigt das doch lange nicht diese Abzocke mit Lebensweisheiten. Der hat 2500 Euro für ein Ticket verlangt, um den Leuten Lebensweisheiten mit auf den Weg zu geben. Gute Nacht. Die sogenannte Coach- oder Coaching-Masche, die Kollega zu der Zeit damals an den Tag gelegt hat, ist eigentlich auch sehr leicht zu durchschauen. Ein sehr großer Teil der Coaches, wie Kolle zu der Zeit, bereichern sich halt vor allem selbst an potenziellen Kunden. In diesem Fall ist es halt seine eigene Community. Durch hohe Teilnehmergebühren und geben im Austausch leeres Wissen ohne Mehrwert an blinde Vollversager, die ihr drittes kritisch blickendes Auge geschlossen haben, weiter. Und das macht die Sache eigentlich noch viel schlimmer. Der stets hellwache Big Boss Business Illuminati hat seine Skalierung und Verkaufsqualitäten aber noch woanders eindrucksvoll zur Schau gestellt und unverschämt versucht, seinen Supportern mit Wucherpreisen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Kommen wir jetzt mal als nächstes zum Alpha Mentoring. Ich blende euch dazu kurz mal den ersten Post Zeichens Kollega zum Alpha Mentoring ein, den er zur damaligen Zeit veröffentlichte, und werde euch dazu kurz mal den Inhalt des Posts zitieren. An alle Männer, die im Leben wirklich etwas erreichen wollen. Eine wichtige Nachricht von Kollega. Das ist hier die vielleicht wichtigste Botschaft deines Lebens. Okay, alles klar, Bro. Wenn man sich die Worte des Posts von Kollega auf der Lunge inhaliert, könnte man ja glatt meinen, dass er das alles ohne eigenen Profit und Nutzen macht, um seinen treuen Alphas Tipps für schwierige Lebenslagen zu geben und ihnen damit zu helfen. Richtiger? An der Stelle. Kollega war Geld zum Glück noch nie wichtig. Gerade hier spürt man das Mittels der Schumann-Frequenz, welche von dem Alpha-Mentoring ausgeht, richtig. Aber ich schweife ein wenig ab. Was ist das Alpha-Mentoring? Bei mir kriegst du für 2000 Euro ein dreimonatiges, intensives, individuelles Coaching. Eine 1:1-Betreuung. Es gibt jede Woche zwei Live-Calls. Mit meinem Expertenteam ein Strategie-Call jeden Donnerstag. Mit mir einen mindestens einstündigen Call jeden Montag. Meistens geht es auf die 2 Stunden zu, weil es einfach so Bock macht. Es ist ein Feuer in dieser Gruppe, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Big Boss startete im März 2019 sein Coaching-Programm Alpha Mentoring. Er verspricht dabei Lebenshilfe für männliche Geringverdiener mit Beziehungsproblemen und Minderwertigkeitskomplexen. Das hört sich ja mal sehr atemberaubend und spannend an. Ich bin ja zuvor schon auf die Nicht-Abzock- und Scam-Veranstaltung Alpha Offensive in diesem Video eingegangen, wofür Kollege aufgrund der Wucherpreise einen Shitstorm erntete. Öffentlich distanzierte er sich von ominösen Geschäftspartnern, was er seiner Community damals aber verschwieg, dass im Hintergrund bereits seit März 2019 sein Alpha-Mentoring läuft, also mal wieder fett seine Community verarscht. Ein Rechercheteam von den Mainstream-Medien, von den da oben gesteuerten, hat sich in die Alpha-Army, genauer gesagt in die Facebook-Calls, eingeschleust, um an einem solchen Kurs teilnehmen zu können. In einer Reportage, die dazu veröffentlicht wurde, deckte diese die Strukturen hinter dem Coaching auf. Gegen eine Teilnahmegebühr erlangte die Firma Baulig beispielsweise 2000 Euro pro Person für einen mehrwöchigen Kurs. Dieser beinhaltet beispielsweise den Zugang zu einer geschlossenen Alpha-Facebook-Gruppe, Videochats mit Kollega himself persönlich, Boss-Calls auch genannt, und Live-Coach-Videos. Kollega verdiene daran Hunderttausende von Euro für sehr wenig Gegenleistungen. Rund 150
50 Personen nahmen im Juli 2019 an dem Programm teil. Meist junge Männer mit der fehlenden Alpha-Genetik zwischen 18 und 28 Jahren. Kollega kommunizierte auf Gönjamin-Basis für die saftige Investition der Teilnehmer von 2000 Euro, für die die Teilnehmer in ihre Zukunft investierten und um ihre Ziele und die fehlende Alpha-Genetik zu erreichen. Nur einmal wöchentlich per Chats mit ihnen. Auf Nachfrage von den da oben gesteuerten Mainstream-Medien nach seiner Qualifikation verwies Felix auf seine eigenen Erfolge und erklärte, der Begriff Coach sei gesetzlich nicht geschützt. Der Kunde urteile selbst über seine Qualifikation. Die Preise und Leistungen seien marktüblich. Kollege und die betroffene Firma geben nämlich noch zusätzlich an, oh mein Gott, jetzt wird's richtig cringe, dass ihre angebotenen Gruppentelefonate sich deutlich gegenüber Heilpraktikern und Psychotherapeuten abheben und abgrenzen. Somit ist Kollege ein selbsternannter Seelenklempner. Somit ist die Philosophie dieser Abzocke recht simpel zu betrachten. Durch strenge Disziplin und Fleiß kann jeder Mensch zu einem echten Alpha werden, der den Tag zu seiner Bitch macht. Tipps für die Umsetzung seiner Lebenspläne und der fehlenden Alpha-Genetik holen sich die Jünger logischerweise von ihrem Alpha-Leitwolf-Kollega. Hier sollte man sich jetzt mal die Frage stellen, was Kollegas Karrierewerdegang für einen Lauf genommen hätte, wenn es mit seiner Musikkarriere nicht geklappt hätte. Ich gönne Kollegas seinen musikalischen Erfolg. Der Typ hat mich mit seiner Musik selbst jahrelang geprägt. Aber das ist jetzt hier einfach mein Szenario, was man kurz anschneiden sollte, weil ja hierauf auch ein bisschen Kollegas ganze Argumentation zum Sklavensystem, Hamsterrad und so weiter und so fort aufbaut. Dann hätte er ja wohl sein Jurastudium erfolgreich abgeschlossen und würde wie jeder normale Otto-Normalverbraucher im Sklavensystem wie das Volk voller blinder Schafe arbeiten. Somit kann der Big Boss die Vorwürfe natürlich nicht nachvollziehen. Er ist seit Jahren von diesem Geschäftsmodell und den beinhalteten Mehrwerten überzeugt, wie dieser Videoausschnitt sehr deutlich macht. Erstens mal 80% davon ist von meinem alten Freund Holly, wo man damals zusammen getextet hat, ein wirklich guter Freund von mir, der, möge er in Frieden ruhen, leider gegen Baum gefahren ist. Er war depressiv gewesen, aber das Texten hat ihm Spaß gemacht. Ich war damals in diesen Foren aktiv, habe ein paar Leute kennengelernt, das war ein guter Freund von mir. Und ich wollte ihn sogar bei mir einziehen lassen und ihn wieder aufpäppeln. Damals wollte ich schon Alpha-Mentoring mit ihm machen, mit dem Jungen. Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Den Leuten zu suggerieren, dass ein fucking Alpha-Mentoring einen suizidgefährdeten Menschen vor dem Tod bewahrt hätte, ist an Erbärmlichkeit und Schäbigkeit nicht zu überbieten. Die Medienbeobachter kritisierten, dass er beispielsweise von den Problemen der Teilnehmer keinen Plan habe, die unseriösen Kurse zum Verbreiten von Verschwörungstheorien und seiner Weltansicht nutze. Dabei werden junge Menschen dort erniedrigt und finanziell ausgebeutet. So habe Kollega beispielsweise behauptet, natürlich ohne Quellenangaben, um seine Thesen zu stützen, die Weltordnung sei ein Pyramidensystem. Natürlich, Bruder, ist klar. Und die Menschen an der Spitze bekommen direkte Befehle von Satan. Oh mein Gott. Es ist einfach wirklich unfassbar unangenehm gerade für mich. Ein Mitarbeiter der Baulig Consulting habe den Journalisten massiv zum Vertragsabschluss gedrängt, als dieser aus dem Kurs aussteigen wollte. Experten beurteilen das Alpha-Mentoring nach den Recherchen als unseriös, als Täuschung der Teilnehmer, wer hätte auch was anderes gedacht. Das gibt auch ebenfalls beispielsweise die Verbraucherzentrale der Rheinland-Pfalz auf Nachfrage an, als Guru-Bewegung und als Gehirnwäsche oder wie der Big Boss himself sagen würde, Brainwash. Schaut man sich dazu noch solche Kommentare seiner Alphas an, wundert es mich persönlich nicht, dass Menschen 2000 Euro für so eine Abzocke bezahlt haben. Die würden auch von der Brücke springen, wenn es der Big Boss Guru ihnen vormachen würde. Was aber trotzdem nicht so richtig in meinen Schädel reingehen möchte. Was erhoffen sich denn die Leute von so einer Abzocke? Die Flucht aus dem Hamsterrad? Mal Real Talk. Der Großteil der Menschen, pauschal geschätzt 90% circa, die es sich zur Aufgabe machen, dem Hamsterrad zu entfliehen und auf Beute zu gehen. Versuchen es durch seriöse Geschäftszweige wie zum Beispiel Dropshipping, Network Marketing bzw. Pyramidensysteme oder Krypto und zeigen anderen blinden Schafen so auf Gönjamin-Basis Tipps und Tricks für nur eine kleine Gegenleistung, nämlich Geld, wie man das scheinbare große Cash verdienen kann und dem Hamsterrad entfliehen kann. Ist klar.
Als nächstes kommen wir jetzt mal zu dem sehr kontroversen, umstrittenen und gejudgten Top-Tier-Takeover Alpha Royal Finale zwischen Cynic und Mighty. Kollega rief 2018 in Kooperation mit den Machern von Top-Tier Takeover ein inszeniertes Battle-Rap-Turnier oder inszenierte Battle-Rap-Veranstaltung mit einem großen Hauptpreis ins Leben. Der Gewinner des Battle-Rap-Turniers sollte ein Label-Deal bei Alpha Music Empire und 10.000 Euro Preisgeld erhalten. Somit startete ein vielversprechendes Turnier mit großen Namen, großem Hauptpreis und einem prominenten Veranstalter, der im Vorfeld fleißig die Werbetrommel rührte. Hört sich auf dem Papier erstmal sehr vielversprechend an. Rückblickend betrachtet blieben unseren Erinnerungen im Rahmen der Veranstaltung gute Battles, aber aus langfristiger Sicht betrachtet blieben fragwürdige Juryvotes, beispielsweise Alias und Kollega im Finale und einen Shitstorm, den Kollega nach der Veranstaltung erhalten hat. Cynic verlor das Finale gegen Mighty, obwohl er hier der klar bessere und überlegenere Battle-Rapper aus Punchline-technischer Sicht war. Mal Real Talk, Leute, es geht in einem Freestyle-A-Cappella-Battle-Rap-Turnier nicht darum, wer auf einem Beat besser flowen oder klingen könnte, sondern darum, seinen Gegenüber bzw. seinen Gegner mit Punchlines, Fronts etc. und anderen Stilmitteln lyrisch zu vernichten. Zusätzlich sorgte die lange Vorgeschichte der beiden betroffenen Kontrahenten schon vor dem Battle für Anspannung. Knapp zwei Jahre zuvor konnte Mighty ein Battlemania Champions League Match gegen Cynic für sich entscheiden. Am Ende des Finales stand eine der kontroversesten Entscheidungen, die im deutschen Battle Rap jemals gegeben hat. Trotz einiger Rufe der Zuschauer pro Cynic entschied sich die Jury dafür, Mighty den Sieg zu geben. Die Begründungen von Alias und Kollega, ihren Vote an Mighty zu geben, waren an Peinlichkeit und Manipulation nicht zu überbieten. Alias hatte während des Parts von Cynic beispielsweise die Bühne für mehrere Minuten verlassen. Als Alias auf sein Verhalten von Fans auf Instagram angesprochen wurde, reagierte er mit den legendären Worten: "Wir reichen die ersten 12 Takte, um zu sehen, wer etwas drauf hat." Ist klar. Der Big Boss himself unterbrach die dritte Runde von Cynics Part aufgrund von ein paar Seitenhieben, die er von Cynic abbekommen hat. Die Parallelen zwischen dem famosen Felix und dem mächtigen Moritz sind einfach unumgänglich. Über... Das ist Battle Rap, Colin. Boah, Dicker, da machst du jetzt Psychoterror. Und jetzt habt ihr gesehen, der Einspruch von dem mächtigsten Mann im deutschen Rap kann einiges echt verkacken. Ich lasse den Part jetzt raus und ihr könnt euch euren Eindruck von ihm selber machen. Time. Daraufhin wollte Cynic das Battle abbrechen. Das Publikum konnte Cynic aber überzeugen, seine Runde fortzusetzen. Es ist auch einfach eine sehr respektlose und dreiste Aktion gegenüber Cynic gewesen. Kollege erklärte sich in seinem peinlichen Statement wie folgt: "Ich habe nicht dazwischen gequatscht. Ich habe in dem Moment einfach Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, oh, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe da auch mit einfließen lassen, den Hintergedanken. Cynic hat ja gar keinen Bock darauf, der hat gar keinen Bock auf mich. Aber ich wurde irgendwie von Anfang an von Cynic bei diesem Battle-Turnier so gesehen als der große Abzocker. Mir geht das auch nicht nah, mir ist das dann auch irgendwann egal, ja komm, soll er machen. Ich habe es einfach nicht kapiert, was der Typ gegen mich hat. Ich veranstalte das Ding mit einem rein positiven Hintergedanken und werde die ganze Zeit beleidigt von dem. Also fing ja schon beim ersten Battle an, immer diese Seitenhiebe so." Kommen wir jetzt mal noch zu meiner persönlichen Kirsche auf der Sahnetorte. Kollegas Begründung sowie Inszenierung und Aufmachung, warum er Mighty seinen Vote gegeben hat. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt rein aus musikalischer Sicht denke, wer könnte auf Beat der stabilere Rapper sein, würde ich sagen, dass es vielleicht Mighty ist. Muss aber auch nicht sein, heutzutage die größten Clowns werden heute Goldrapper, also das heißt auch alles nicht. Was nicht heißt, dass er ein Clown ist, aber er ist nicht der klassische Rapper im Sinne, der irgendwie straight auf den Takt kommt. Da ich das aus Rapper-Sicht tatsächlich an Mighty geben muss, Weil ich sage, es macht einfach mehr Sinn aus meiner Sicht auf Beat. Und ich habe es aus einer Rapper-Sicht vielleicht ein Ticken mehr gefühlt. Wobei das auch exzellentes Entertainment war, was Cynic geboten hat. Es macht am meisten für denjenigen Sinn, der auf Beat besser rappen kann. What the fuck? Bei einem A Cappella Battle Rap Turnier. Ich komme da echt nicht drauf klar. Warum veranstaltet die Kollege dann überhaupt ein A Cappella Battle Rap Turnier? Nennt das entscheidende Kriterium für den Plattendeal im Finale. Indem der mutmaßliche Gewinner vielleicht genau dieses Kriterium nicht erfüllt. Hä? Findet den Fehler. Da merkt man einfach auch richtig, dass Kollega Battle Rap nicht verstanden hat. Auch, dass er in seinem Wahn fälschlicherweise davon ausgegangen ist, dass er den entscheidenden Vote zur Entscheidung beitragen würde. Ich blende euch dazu kurz meinen Videoausschnitt ein. Also ich bin ja wirklich, was meint ihr denn so überhaupt?
Man darf die Crowd, man darf natürlich die Crowd hier auch nicht überbewerten. Das ist irgendwo auch ein Heimspiel für sie, oder? Nee, obwohl, er kommt ja aus Düsseldorf. Entschuldigung, ihr kommt aus Düsseldorf, ich habe ihn nur noch nie gesehen, obwohl er war letztes bei uns Café der Aldo. Auf jeden Fall würde ich sagen, nee. Okay, Crowd ist auf Cynics Seite, würde ich hier soweit sagen. Wie steht's mit dem Wolf? Wie steht's? Es steht bereits 3-1 für Meidi, also... Hat Meidi das Ding schon gemacht, oder was? Ja, du musst eigentlich nur dein Wort abgeben. Bitte. Versucht. Nachzudenken. Das ist einfach nur richtig, richtig unangenehm. Was ist eigentlich aus dem Plattendeal für Meidi geworden? Es wurde nach dem gejudgten Finale lediglich der Track Kerosin, bei dem Meidi mitgewirkt hat, auf dem Alpha Music Empire Kanal veröffentlicht. Der Track resultierte aus Meidis umstrittenen Sieg. Nach Kollegas Aufräumaktion ist der Track auf dem Alpha Music Empire Kanal plötzlich verschwunden und Meidi veröffentlichte diesen auf seinem eigenen Kanal. Das Versprechen von Kollega, ein Album-Release über Alpha Music Empire, steht bis heute aus. Vielleicht wollte er es mit seiner Aufräumaktion unter den Teppich kehren. Oder er hat es lediglich vergessen, im Zweifel für den Angeklagten. Wie wir heute wissen, ist aus dem Deal für Meidi schlussendlich nichts geworden. Also ebenfalls ein fetter Scam vom Big Boss. Als es 2018 klicktechnisch mit dem hellwachen Don Pimp auf seinem Felix Blume Kanal eher semi-optimal lief, benötigte er wohl billigen Clickbait sowie Lügen, um etwas Reichweite zu generieren. Das ist unsere Gönjamin-Yacht, meine Alphas, lautet der Videotitel des veröffentlichten Videos zur damaligen Zeit. Schauen wir da mal rein, was der Don Pimp Gönjamin zum Besten gibt. Ich kaufe mir jetzt eine Yacht. Weißt du was, ich kaufe mir jetzt einfach eine Yacht, wegen deinem Kommentar, um dir zu demonstrieren, dass diese Welt auch schön ist und dass man sich auch ruhig mal erfreuen kann an etwas, was man sich leisten kann, ohne dass dadurch andere Menschen leiden. Aber ich gönne mir auch mal eine Yacht und fahre einfach mal schön an Dubai vorbei und genieße mal die Sonne. Kollege sagt hier eindeutig und unmissverständlich, dass er sich die Yacht gekauft hätte. Hier ist wohl wieder eine Verschwörung gegen den Boss im Gange. Durch einfachste Recherche findet man ganz schnell heraus, dass man die besagte Yacht aus Kollegas Video mieten kann. Ihr habt richtig gehört. Schaut man sich das Kennzeichen bzw. Nummernschild DT1401 der Yacht an. Und die genau gleiche Yacht findet man bei der Instagram-Page Nanche Yachts Dubai WTF. What the fuck? Ich hoffe, ich habe den Namen by the way gerade richtig ausgesprochen. Die Gönjamin Kleber beispielsweise aus dem besagten Yachtvideo von Kollegas sind auf den Bildern des Instagram-Accounts bzw. Social-Media-Accounts nichts zu finden. Also kann man hier auch davon ausgehen, dass Kollega die für dieses Video einfach kurz draufgeklebt hat und später wieder entfernt hat. Blender-Scheiße vom Allerfeinsten, vom stets hellwachen Hinterfrager und Nicht-Scammer Kollega. Auch hier hat er einfach wieder seine komplette Community verarscht und die Leute fressen ihm trotzdem aus den Händen. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Gebt euch einfach mal wirklich die kompletten Kommentare unter dem besagten Yachtvideo. Da bekommt man wirklich unfassbare Schmerzen. Ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Der hellwache, stets fragestellende, kritische Don Pimp Illuminati hatte schon immer ein Faible für Verschwörungstheorien und Schwurbeleien. Er glaubt nicht an die Evolution, aber an die Fake-Story Pizzagate. Als er seinen persönlichen Kampf nach dem Echo-Eklat mit den verbundenen Antisemitismus-Vorwürfen gegen die Mainstream-Medien führte, meldete er sich im Jahre 2018 per Instagram-Story mit folgendem Aufruf zu dem Volk voller blinder Schafe. Habe ich eine Aufforderung an alle Medien in Deutschland, an jeden Redakteur, der noch ein Gewissen hat, und zwar, ihr Medien schreibt euch auf die Fahne, die Leute aufklären zu wollen, dann packt auch andere Themen an. Berichtet mal zum Beispiel über Pizzagate, wie wäre das denn? Oder mache ich sogar noch einen Anreiz für euch, an die großen Medien jetzt. Ich weiß, ihr habt alle immer nicht so die Freiheiten und ihr seid nur kleine Lichter in der Redaktion und müsst das schreiben, was euch von oben gesagt wird. Deswegen als kleiner Anreiz für alle, die trotzdem noch ein Herz haben, ja, die ein Gewissen haben. Kleiner Anreiz, da kommt in der nächsten Story. Und das geht an die großen Medien, Spiegel, FAZ, Bild, die ganzen großen Magazine. Wenn da von euch einer mit Gewissen in irgendeiner Redaktion sitzt und über Pizzagate objektiv berichtet, ich gebe dir sofort auf die Hand 25.000 Euro. Und dasselbe gilt für alle Formate wie RTL Explosiv, RTL.12, TAF etc. Die ganzen Formate, die man kennt. Jeder, der die Eier hat, kriegt 25 Mille vom Überboss auf die Hand. Wollen wir mal sehen, wer die Eier hat.
Der Person, die für eine objektive Berichterstattung über Pizzagate-Verschwörungstheorie sorgen würde, bot Kollega Satte 25.000 Euro an oder umgerechnet ca. 12 Kristallmatten, dazu später mehr. Laut dem stets kritisch hinterfragenden Don Pimp handelt es sich hierbei nicht um Bestechungsgeld, sondern um den Anreiz, um eine Wiedergutmachung und die bestehende Konsequenz, denn das, meine Freunde, wollen natürlich gewisse Leute laut dem Big Boss nicht. Schließlich wisse der Boss durch seine Hinterfrager-Aura, dass Redakteure kaum Freiheiten hätten und sie das schreiben müssten, was ihnen von da oben gesagt wurde. OMG, ist das unangenehm und einfach nur peinlich. Schließlich hat Felix eine sehr fundierte, kritische Meinung sowie Haltung mit gut verpackten Argumenten zu den Mainstream-Medien, die natürlich von denen da oben gesteuert werden, wie zum Beispiel diese Clips sehr deutlich machen. Mein Problem mit Medien, in erster Linie mal mit den Mainstream-Medien, mit den Boulevard-Zeitschriften, habe ich ein großes Problem, weil sie fake as fuck sind. Es geht nicht darum, über Nachrichten zu machen oder Berichterstattung, objektive Berichterstattung, die Leute aufklären, was geht ab auf der Welt, sondern es geht darum, den Leuten irgendeine Scheiße zu verkaufen und die Leute auch vor allem dumm zu halten. So krass sind die Leute schon gebrainwashed in Deutschland und das ist das Traurige. Und davon will ich die Leute wegkriegen, von diesem Schafsdenken. Oh, einer blökt so und wir gehen alle in die Richtung. Die Wahrheit ist, das ist gelogen, was uns serviert wird. Das hat vor allem eine Agenda dahinter. Das darf man nie vergessen. Obwohl sich diese Verschwörungstheorie, wie bereits eingangs erwähnt, längst als Falschmeldung vor dem Aufruf des hellwachen Don Pimps herausstellte, wohlgemerkt seit Dezember 2016, also knapp 1,5 Jahre Zeitspanne, liegen zwischen dem damaligen Aufruf des hellwachen Don Pimp Illuminati und dem Vorfall, dass ein hinterfragender Vollidiot, der genau wie Kolle an diese haltlose Scheiße geglaubt hatte, mit einer Waffe eine Pizzeria stürmte und abfeuerte, dazu später aber mehr. Glaubte er knapp 1,5 Jahre später immer noch an diesen Schwachsinn. Zuerst einmal sollte man sich die Frage stellen, wie objektiv und nicht beeinflussend eine Berichterstattung mit einem finanziellen Anreiz in solcher Höhe sein könnte. Aber sei mal dahingestellt, bei dem fragwürdigen Aufruf wird man ja auch wieder richtig Zeuge, dass es Kollega gar nicht und noch nie um objektive Berichterstattung gegangen ist. Sondern hier bekommt man mal wieder mehr das Gefühl, dass der hellwache Illuminati eine Berichterstattung lesen möchte, die seinem Narrativ und Vorstellungen und denen der anderen Verschwörungsopfer entspricht. Was wohl aus der Sicht des stets hellwachen Don Pimp Illuminati nichts als die Wahrheit wäre. Um die Masse voller Lemminge und blinder Schafe aufzuwecken. Kommen wir mal kurz zu der Verschwörungstheorie. Pizzagate ist der Vorläufer von QAnon. Das Zeug, was zum Beispiel Xavier Naidoo komplett abschmieren ließ. Kurzer Crashkurs für die Personen, die sich noch nie mit dieser hirnverbrannten Scheiße auseinandergesetzt haben. Ihr habt wirklich Glück, meine Freunde. Mitten im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 zwischen Hillary Clinton und Donald Trump kam es zum sogenannten Pizzagate. Gehackte E-Mails der Demokraten wurden veröffentlicht, auch Mails, in denen es um Pizza mit Käse ging. Diese Verschwörungstheorie oder auch anders genannt hirnverbrannte Scheiße basierte auf den von WikiLeaks veröffentlichten E-Mails zwischen Podesta und James Elephantis, dem Besitzer der Pizzeria. Clinton und ihrem Wahlkampfchef wurde nämlich unterstellt, in Wirklichkeit gehe es um Kinderpornografie und sie betrieben einen Kinderschändering in einer Washington-Pizzeria. Das Gerücht geisterte durch rechtsgerichtete Foren und Blogs und geriet von dort aus auf Facebook und Twitter. Ein Mann, der darauf hereinfiel und wie Kolle, wie bereits schon eingangs erwähnt, an diese haltlose Scheiße glaubte, stürmte bewaffnet eine Pizzeria, um die vermeintlich gefangenen Kinder im Keller zu befreien. Einen Keller gab es nicht, Kinder auch nicht und nachdem er nichts fand, ließ er sich festnehmen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Mann kam für mehrere Jahre in Haft und ist vollkommen zu Recht. Das muss ich hier mal einfach an der Stelle auch ausdrücken. Und das war es auch schon mit der mutmaßlichen Verschwörungstheorie zu Pizzagate, meine Freunde. Es gibt somit keine handfesten Indizien, die jemals darauf hindeuteten, dass die Spekulationen und Behauptungen zu Pizzagate der Wahrheit entsprechen könnten. Keine Hinweise, keine Zeugen, keine Opfer. Ja, nicht mal von den Anhängern der Theorie immer wieder beschworene Keller der Pizzeria existiert. Somit hat sich diese Theorie bzw. Meldung schon den Status der Fake News gepachtet damit. Aber Hinterfrager wie Kollega und andere Verfechter dieser Theorie wissen einfach mehr. Sie verweisen ja darauf, dass die von den da oben gesteuerten Mainstream-Medien Verschwörer einer Vertuschung seien, um einen angeblichen Verbrecherring zu schützen. OMG, wie unangenehm für mich bei der Aufschlüsselung dieses Themas, plus die Schmerzen, die ich hierbei erleide. Ich will einfach nicht mehr. Aber natürlich nicht für echte Hinterfrager.
Hinterfrager wie Kollega. Echte Hinterfrager stellen selbst simple etablierte Fakten in Frage. Kritisch hierbei ist auch, dass Kollega damals an seine Follower bzw. Community appellierte, sich bei Google oder YouTube über Pizzagate zu informieren. Beweise und Zeugen für diese Verschwörungstheorie gibt es bis heute nicht, weshalb diese Aktion angesichts seiner Reichweite und seinem enormen Einflusses und seiner teils sehr beeinflussenden Follower und Hörerschaft extrem bedenklich ist, da er auch sowas wie eine Reichweitenverantwortung einfach hat. Schaut man sich dabei dazu einfach mal die Kommentarsektion eines Re-Upload-Videos der Instagram-Story bei YouTube an und lässt sich diese auf der Zunge und auf dem stets kritisch blickenden, dritten öffnenden Auge zergehen, bekomme ich zumindest dabei nach wie vor unfassbare Schmerzen. Ich glaube, so langsam bin ich wirklich im falschen Film angekommen. Vielen Dank dafür. Bis heute ist es mir einfach ein Rätsel, wie der Alpha-Leitwolf, der dem blinden Schafen stets zwei Schritte voraus ist, so einen peinlichen Aufruf starten und dabei so ins Klo greifen konnte. Eigentlich sollte für seinen Aufruf ein Leitwolf eines Hinterfragers gemeint sein, für den die von denen da oben gesteuerten Mainstream-Medien, genau wie bei der Aluhut vom Dienst, eines von den Strippenziehern da oben kontrolliertes homogenes Wesen sind. Den Redaktionen und Formate fehlt schließlich das Gewissen und die Eier. Es sind einfach keine wahren Alphas. Das können nur richtige Soldaten wie diese User. Bei dem Anblick der Kommentare bekomme ich richtige Sekten-Vibes. Mal ein Sidefact an der Stelle, dass so ziemlich jedes relevante, seriöse Medium damals über dieses Thema zu dem Vorfall berichtete. Dementsprechend wurde dieses von der Presse mehr als nur ausgeschlachtet. Schnell stellte sich die Meldung als Fake News heraus. Hier sollte man sich mal die Frage stellen, ob Kollega den objektiven Blick für das große Ganze besitzt, sowie die Fähigkeit mitbringt, Vermutungen von Beweisen unterscheiden zu können. Kolle fehlt nämlich jegliche Eigenschaft, objektive, tendenziöse Berichterstattung von Fake News, die auf haltlosen Unwahrheiten ohne jegliche Beweise existieren, differenzieren zu können. Das ist einfach so. Zum anderen, woher kommen seine Informationen, auf die er sich beruft? Wo sind denn die Quellenangaben? Das ist ja auch immer bei seinen Schwurbeleien und alternativwissenschaftlichen Meinungen so eine Sache. Dass die Theorie bis heute überhaupt Bestand hat, liegt an der Weiterentwicklung der Erzählung. Pizzagate dient heute als Grundlage für QAnon, was eine Art Pizzagate Extended ist, wenn man das so ausdrücken würde. Der grundlegende Gedanke, dass ein Kreis aus Demokraten um Hillary Clinton einen pädophilen Ring organisiert, wurde demnach einfach ausgeweitet und auf eine weltweite, nicht genauere definierte Elitegruppe runterreduziert. Ich kann dabei nur lachen, ey. Mir wird mal wieder so gerade richtig klar, als ich die Audio für dieses Video aufnehme. Ich komme da wirklich bis heute nicht darauf klar, dass es nach wie vor Schwachmaten wie Kollega oder andere Verschwörungsopfer gibt, die sich nach wie vor auf diese Verschwörungstheorie berufen, obwohl es schon längst als Fake News bestätigt wurde. Mi Friendos, dann tut mir doch mal einen Gefallen, wenn es für euch die 100%ige Wahrheit ist. Wo sind denn die Beweise? Bevor ihr anderen Leuten, eurem Umfeld oder euren Mitmenschen so einen Schwachsinn ins Hirn projiziert und damit weitere Leute an diesen Müll glauben. Vielleicht kann es nämlich unter Umständen irgendwann mal wieder zu so einem Zwischenfall kommen, wie zu besagter Person, die auf diesen Schwachsinn hereingefallen ist und bewaffnet eine Pizzeria gestürmt hat. Das ist ja gerade das Gefährliche dabei, wenn man solche Verschwörungstheorien weiterverbreitet. Und das wollte ich jetzt einfach auch mal angesprochen haben. Aber ich schweife ab. Kolle ist ja auch ebenfalls skeptisch und kritisch eingestellt, was bei QAnon so abgeht. Da könnte safe auch irgendetwas der Wahrheit und den Tatsachen entsprechen. QAnon-Codes hat er ja ebenfalls schon verwendet. Und jetzt zum Schluss noch, was ist mit den 25.000 Euro, die der Don Pimp Illuminati für die objektive Berichterstattung zu Pizzagate geboten hatte? Kolle, es gibt zwei Personen, die objektiv über Pizzagate zur Zeit deines Aufrufes berichteten. Hallo Kollege, wir kennen uns nicht, ich bin Sebastian, ich bin unter anderem Journalist und beschäftige mich aber auch wissenschaftlich mit Verschwörungstheorien und deswegen bist du mir schon öfter aufgefallen, weil du ja bekannterweise hiermit ein Problem hast. Ich nicht und darum soll es heute hier auch ausnahmsweise nicht gehen, sondern du hast angeboten, jedem 25.000 Euro zu schenken, der die Eier hat, über Pizzagate objektiv zu berichten. Und genau das habe ich heute getan bei den Ruhrbaronen. Da findest du heute alles, was du objektiv über Pizzagate wissen musst. Ich habe das veröffentlicht, weil ich von dir die 25.000 Euro haben möchte. Und jetzt wird sich zeigen, ob du die, pass auf, die Eier hast, die ich habe, diese 25.000 Euro mir auch wirklich zu geben oder ob du vor allem ein großes Maul hast und nicht viel mehr dahinter. Wir werden sehen. Bis dann.
Haben die ihren Anreiz dafür von dir bekommen oder war es wieder mal ein fetter Scam vom hellwachen, hinterfragenden Don Pimp Illuminati? Wer hätte das nur für möglich gehalten? Fragen über Fragen. Man unterscheidet in der Regel drei Arten von Fake News. Malinformation, Fehlinformation. Die Pizzagate-Theorie ist hier die dritte Art von Fake News, Desinformation, die man als Zermürbungstaktik bezeichnen könnte. Das Nachrichtensystem wird gezielt mit Informationen überschwemmt, deren Inhalte schwer oder unmöglich zu beurteilen sind. Zur Desinformation gehört auch beispielsweise die wiederholte und unermüdliche Diskreditierung etablierter Nachrichtenmedien, der sogenannten Mainstream-Medien, als Fake News durch Amerikas Rechte, um systematisch deren Glaubwürdigkeit zu untergraben. 2019, das wahrscheinlich schönste Jahr von Kollegas Karriere bisher, griff Kolle während seiner Auseinandersetzung mit dem Rapper Samarita zu äußerst akribischen Business-Moves, um den damaligen Beef auf bosshafte Art und Weise zu gewinnen und das Release von Samaritas Diss-Track Omega 2 gegen ihn zu verhindern. Eine Woche vor Release von Omega 2 ist Kollega inspiriert auf Bushido-Level zum deutschen Patent- und Markenamt gegangen, meldete den Künstlernamen Samarita als Marke an, um seinen Gegner zur damaligen Zeit mundtot zu machen bzw. sogar zu zerstören. Angemeldet wurden die Markenrechte für die Verbreitung für Musik in jeglicher Form, sei es physisch, digital oder anderweitig, sowie die Nutzung der Marke auf Textilprodukten. Infolgedessen konnte Samarita einen gewissen Zeitraum nicht unter seinem aktuellen Künstlernamen Samarita aktiv sein. Der läuft eine Woche vor Omega 2 zum Patentamt und patentiert meinen Namen. Also wer möchte mir jetzt in Deutschland erklären, wer hier falsch und im Recht ist. Was hat er denn angegeben? Ich habe doch mit dem Mann geschäftlich nichts zu tun gehabt. Ich war doch nicht über dem gesigned oder was weiß ich was, dass er sich das Recht rausnimmt, zum Patentamt zu gehen. Nein, das ist ein ganz gezieltes Ding. Die wollen mich mit jedem Mittel aus dem Weg schaffen. Dass man professionell und bewusst wirklich versucht hat, mich aus dem Weg zu räumen, indem man halt vorher das Patent anmeldet für meinen Künstlername, sich als dessen ausgibt. Kolle und sein Management, in dem Fall AK, hat sich vorher darüber erkundigt, wie können sie mich aus dem Weg räumen, als das Patent dann angemeldet war und mein Song 7 Tage später kam. Das heißt, Leute, Kollege hat das Patent für meinen Namen 7 Tage vor Omega 2 angemeldet. So. In der Nacht, als mein Song Omega 2 kam, genau in der gleichen Nacht, wurde mein Account gelöscht. Das heißt, es hatte jemand Zugriff auf diesen Account. Zu dem Zeitpunkt stand halt für Instagram-Feste, diese Seite gehört nicht dem René, sondern die gehört dem Kollege. Und aus dem Grund wurde der Account gelöscht, dass man im Vorfeld sich einen kleinen Plan gemacht hat. So, wir machen Patent, wir melden Patent an. Wir sehen zu, dass der Junge, wenn der Song rauskommt, keine Reichweite hat. Die haben es ja bis zu einem gewissen Punkt geschafft, mich so auseinander außer Gefecht zu setzen, dass ich quasi ohne Instagram-Seite da stehe mit einem neu releaseden Song, welcher binnen von Stunden auf 18 gestellt wurde. Und musste sich in der Zeit Samarita Omega nennen. Was für ein bosshafter Business-Move von Felix, um einen Rap-Beef zu gewinnen. Samarita erhob noch Manipulationsvorwürfe gegen Kolle, dass dieser damals gezielt versuchte, ihn mittels negativen Fake-Kommentaren und Fake-Dislikes zu seinem Diss-Track Omega 2 öffentlich zu ficken und mit den negativen Resonanzen dafür zu sorgen, dass der Diss-Track gegen ihn aufgrund der negativen Resonanzen bei den Leuten schlechter vorab ankommt. Dass, wie gesagt, gezielt der Account weg ist. So, der Junge kann sich nicht pushen. Zweite Sache ist, Video auf 18 gestellt. So, dritte Sache ist, definitiv wurde da mitgeholfen mit Fake-Kommentaren. Dass da quasi in allen 5 Kommentaren immer das gleiche Kommentar ist. Da ist die gleiche Message in 3000 Kommentaren von 6000. Ich spreche jetzt nur 3000 an, die sich darauf berufen. Wo quasi in 5 Sätzen immer das gleiche geschrieben ist. Nur quasi, es hat die gleiche Bedeutung, nur es ist 5-mal umschrieben. So. Diese ganzen Accounts, wie gesagt, kann man nachprüfen. Das sind halt Bots, sag ich mal. Ne? Bots im Sinne von, da stecken Leute hinter, die werden bezahlt. Das ist so, wie ich dir gerade erklärt habe, wie du jemanden in die Trends ranken kannst. Das geht ganz easy. Ne? Holst du dir 50 Leute, du musst, also so easy geht's nicht, du musst Potte haben, du musst investieren, reinvestieren. Ein gewisses Geld legst du hin und sagst, guck mal, sagen wir mal jetzt Studenten. Ich habe jetzt hier 50 Studenten und ihr arbeitet heute, ich habe jetzt hier ein Büro und hier sind so und so viele PCs. Und das ist alles Fakt, Sugar Agency, ist alles vorhanden, also das ziehe ich mir auch nicht aus dem Arsch.
So, dann bezahlst du halt ein paar Leute, die setzen sich hin, machen dann Kommentare, sagst du hier, du arbeitest, du machst von 8 bis 16. Das ist eine ganz normale Arbeit da, Dicker. Das ist ganz normal, wie jemand hier eine Shisha bearbeitet, Dicker, seine, ich weiß nicht, 9 oder 10, 12 Euro bekommt, kriegst du 11 Euro, Dicker, Stundenlohn, indem du 8 Stunden am PC sitzt. Weil die Kids, du weißt, wie das ist, die eignen sich die Meinung an, die gucken sich den Song an, alles klar, Kommentare weg, alles klar. Laut Samariter ließen sich die Leute durch die vermeintlichen Fakebots seitens Kollega vorab beeinflussen und gingen dadurch voreingenommen an den Distrack beim ersten Mal hören heran. Die These, wie Kollega an Omega 2 rumgeschraubt haben soll, die Samariter dazu aufstellte, dass Kollega Studenten für diese Sabotage anheuert und bezahlt haben soll, klingt gar nicht mal so abwegig. Haltet mich hier für verrückt, aber wenn der Business-Monarch schon zu Business-Moves wie Markenanmeldung auf Künstlernamen zurückgreifen muss, um seinen Kontrahenten aus dem Weg zu räumen, dann würde ich ihm safe das auf jeden Fall zutrauen. Ich muss ja aber fairerweise dazu erwähnen, rein aus musikalischer Sicht ist der Diss-Track Omega 2 von Samariter eine absolute Katastrophe. Das sage ich auch heute noch im Jahre 2024. Auch das könnte ein Grund für die negativen Resonanzen und Kritiken zu dem Song sein. Alles Spekulation hier an der Stelle. Als nächstes kommen wir jetzt mal zum heiligen Boss-Bergquellenwasser, das direkt aus dem Jungbrunnen gezapft wurde. Der Don Pimp Illuminati Kollega ist im Mai 2022 in das Getränke-Business eingestiegen und bringt sein eigenes Wasser Aqua Livelli auf den Markt. Ich werde den Wasserscam, so würde ich die Masche von Felix bezeichnen, in diesem Kapitel in mehrere Punkte unterteilen, da das Gesamtkonstrukt dieses Scams mit den Thematiken etwas komplexer ist. Aufgrund der folgenden und kommenden Inhalte, die wir uns jetzt von Felix gleich etwas genauer anschauen werden, könnten Menschen mit IQ über Zimmertemperatur leicht getriggert werden. So viel kann ich schon mal versprechen. Der esoterisch veranlagte und mit den Alpha-Wellen schwingende Boss gibt so unfassbar viel pseudowissenschaftlichen Müll und falsche Behauptungen zum deutschen Trink- bzw. Leitungswasser in der Free Spirit Edition von sich. Ich empfinde das als sehr problematisch, wenn man das hier wirklich kommentar im Raum stehen lässt, was Felix hier teils wirklich für einen Bullshit von sich gegeben hat. Das Universalgenie, der esoterisch veranlagte Aqua Livelli CEO, will natürlich seine Alphas, also Menschen mit fehlendem Bildungsniveau, mittels seiner schwingenden Alpha-Wellen über die Gefahren und Risiken von Trinkwasser aufklären. Auch wenn das Thema sehr harmlos und trocken wirkt, ist es spannender als ihr denkt. Fangen wir jetzt mal an. Ich hasse mein Leben jetzt schon. Aber du musst am Ende des Tages schon sehen, dass mein Ansatz das immer war, vernünftige Produkte, die auch einen Mehrwert haben, zu bringen. Ja. Und ich habe auch noch nie über dieses Wasser geredet, wie geil das eigentlich ist. Ja. Mhm. So. Ich bin ja nicht der nächste Nestlé-Chef, sondern ich bringe halt wirklich das beste Produkt auf den Markt. Warum? Ja. Weil ich halt zu Hause bei mir seit einiger Zeit eine geile Filteranlage habe, die reinigt dir das Wasser so picobello, packt das in ein Eiswürfelfach und packt daneben mal ein Supermarktwasser oder ein Leitungswasser. Du siehst es schon an der Trübheit. Crystal clear, bakterienfrei, virenfrei, plastikfrei, BPA-frei, medizinrückständefrei. Ich sehe manchmal, die Leute trinken Leitungswasser. Hm. Kocht euch das mal im Kaffeekocher auf und guckt, wie viel Kalk allein da drin ist. So, also gutes Wasser zu bekommen. Aber das deutsche Leitungswasser ist noch verhältnismäßig okay. Bro, Bro, schick das mal in ein Labor und schick mal Aqua Livelli Wiss in ein Labor. Ich kenne keinen Labor. So, ja, mach das mal, kostet nicht viel. Mach das mal, Und dann gehen dir die Augen auf. Also die Aussagen vom Big Boss aus diesem Videoausschnitt, die tun mir extrem weh, gerade als ich das nochmals anhören musste. Die Aussage von Marvin, dass das deutsche Leitungswasser bzw. Trinkwasser verhältnismäßig okay ist, ist vom Kern richtig. Das deutsche Trinkwasser erreicht eine Qualitätsstufe von gut bis sehr gut und über 99% der Proben halten ihre Grenzwerte ein. Dazu werde ich aber gleich nochmals etwas ausführlicher eingehen. Wasser ist nicht gleich Wasser. Immer wieder werden hohe Nitratwerte, Medikamentenrückstände oder gar Mikroplastik nachgewiesen. Das musste sich ändern. Aqua Livelli Wiss ist mehr als nur Wasser. Es wird durch ein spezielles Filtrationsverfahren von sämtlichen potenziellen Rückständen befreit. Was ist jetzt aber an den Aussagen von Kollega dran? Um das in Erfahrung zu bringen, müssen wir hier mal back to the roots, sprich zu den Anfängen gehen und schauen, wo unser Trinkwasser bzw. Leitungswasser überhaupt herkommt. In Deutschland bereiten die Wasserwerke laut Umweltbundesamt das Trinkwasser aus rund 70% Grund- und Quellwasser, 12% kommen aus See- und Talsperren und 1% aus
Flusswasser. Die übrigen 17% sind eine Mischung aus Grund- und Oberflächenwasser. Im Internet gibt es diverse Videos, wie Wasser gefiltert wird, wie es durch eine Kläranlage läuft. Das habe ich sogar als kleiner Scheißer während meiner Schullaufbahn selbst mit meinen eigenen Augen bei einem Schulausflug wahrnehmen können. So, jetzt mal ein kleiner Crashkurs, wie das Wasser gereinigt wird. Laut Kollega zufolge soll es ja ultra mega beschissen sein. Die Aufwendigkeit der Aufbereitung des Wassers ist unterschiedlich und muss differenziert betrachtet werden, je nachdem, wo das Wasser herkommt. Das Grundwasser wird durch seinen Weg durch die verschiedenen Bodenschichten auf natürliche Weise filtriert und biologisch gereinigt beispielsweise. Je nach Beschaffenheit des Gesteins beispielsweise müssen die Wasserwolke noch Eisen, Mangan oder Kohlensäure entfernen. Das deutsche Leitungswasser bzw. Trinkwasser wird in Deutschland sehr streng kontrolliert und kann daher unbedenklich und ohne weitere Behandlung getrunken werden. Trinkwasser muss beispielsweise frei von Krankheitserregern, genusstauglich und rein sein. Diese Qualitätsanforderungen sind durch Gesetze und Richtlinien und Verordnungen festgelegt. Die zuständigen Wasserversorgungsunternehmen müssen nämlich gewährleisten und unterliegen einer ständigen Kontrolle der Überwachungen. Somit ist Trinkwasser faktisch das bestkontrollierteste Gut in Deutschland und erreicht eine Qualitätsstufe von gut bis sehr gut. Das habe ich ja bereits schon eingangs erwähnt. Es wird immer wieder kontrolliert. Zusätzlich sind die dazugehörigen Grenzwerte in den letzten Jahrzehnten immer wieder verschärft worden. Vereinfacht gesagt, durch moderne Aufbereitungstechniken sind Qualitätsprobleme im Trinkwasser in der Regel ausgeschlossen. Wasserversorger sind für die Qualität des Wassers zuständig und sie werden von den Gesundheitsämtern überwacht. Ebenfalls sind Hausbesitzer für die Qualität des Wassers im Haus verantwortlich. Das betrifft jetzt zum Beispiel eure Vermieter. Die sind nämlich ebenfalls dafür zuständig, wie gut euer Wasser ist. Hier sind gerade Bauten betroffen, die zum Beispiel vor 1970 errichtet bzw. gebaut wurden, da in der Zeit davor Bleirohre verlegt wurden. Da nun mal Blei sehr gefährlich ist und wenn Wasser dort durchfließt, kann es sich auch im Medium absetzen, müssen seit 2013 Hausbesitzer Bleirohre auswechseln. Auch das ist gesetzlich mittlerweile geregelt. Kalk- und Medikamentenrückstände werden vom Big Boss ebenfalls als problematisch dargestellt und als sehr gefährlich eingestuft. Der Kalkgehalt des Leitungswassers wird im Fachjargon als Härtegrad bezeichnet, ab welcher Konzentration das Wasser als weich, mittel oder hart ist. Das ist beispielsweise besonders für Haushaltsgeräte entscheidend. Kalk, der das Wasser hart und weich macht, schmecken wir anhand des Geschmacks oder sieht man mit dem dritten kritisch blickenden Auge an der Trübheit des Wassers. Es gibt kurz gesagt keine anderen Indikatoren dafür, weder merken wir das an unserem Körper noch an etwas anderem. Eine Ausnahme könnte sein, dass man es zum Beispiel an den Haaren feststellen könnte. Dafür sollte man halt als Vorbeugung beispielsweise Pflegeprodukte benutzen, ist aber auch rein vom gesundheitlichen Aspekt komplett unbedenklich. Der angesprochene Punkt, besser formuliert und ausgedrückt, die sehr dramatisch übertriebene geäußerte Floskel, die Kollege permanent in Bezug zu Trinkwasser bzw. Leitungswasser äußert, in diesem Fall Medikamente im Trinkwasser, im Leitungswasser, ist ebenfalls sehr entspannt zu betrachten. Über unseren Urin oder durch unsachgemäße Entsorgung gelangen halt beispielsweise bedauerlicherweise auch an der Stelle Medikamentenreste ins Abwasser. Aber die Thematik ist halt oft etwas komplexer, wie es der Big Boss halt darstellt. Kollega scheint sich auch nicht wirklich im Klaren darüber zu sein, wenn ich mich gerade mal nochmal mit der Thematik ein bisschen auseinandersetze, wie der Wasserkreislauf eigentlich funktioniert und wie Medikamente ihren Weg ins Abwasser finden. Aber bei weitem ist es noch lange nicht so bedenklich, wie es halt Kollega in Form von seinen Floskeln darstellt. Und es ist weit unterhalb der schädigenden Wirkung. Dadurch, dass er halt immer nur ein Synonym plump und sehr oberflächlich ohne Konsens, Kontext, Erklärung und Hintergründe äußert, bekommt das hier nochmals eine ganz eigene Dramaturgie. Es hört sich halt krasser im ersten Moment an, wie es eigentlich scheint. Sowas nennt man einfach Angst- und Panikmache als Marketing-Gag. Eine Wirkung von extrem niedrigen Konzentrationen von Arzneimittelrückständen im Trinkwasser ist nicht nachweisbar, da sie so weit unterhalb der therapeutischen Dosen liegen.
Auch hohe Nitratwerte werden von Felix bemängelt. Der Gehalt an Nitrat im Trinkwasser ist ein sehr wichtiges Thema für die Wasserversorgung und die öffentliche Gesundheit. Ein hoher Nitratgehalt im Trinkwasser kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder. Daher gibt es in vielen Ländern Vorschriften und Grenzwerte für den Nitratgehalt im Trinkwasser. Die Überwachung und Behandlung von Nitrat im Trinkwasser sind daher von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass es sicher für den menschlichen Verzehr ist. Für die Allgemeinheit besteht in der Regel kein unmittelbares Risiko, wenn Nitratwerte im Trinkwasser innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen. Es ist jedoch wichtig, auf lokale Warnungen und Empfehlungen zu achten. Ein vernünftiger Ansatz wäre, sich über die Qualität des örtlichen Trinkwassers zu informieren und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass es sicher ist. Einige Regionen, aber nicht alle Regionen, weisen hohe Nitratwerte im Trinkwasser auf. Das ist richtig. Die Nitratkonzentrationen können je nach geografischer Lage, landwirtschaftlicher Praxis, Abwasserbehandlung und anderen Faktoren variieren. Das lässt aber der Felix hier auch mal wieder gerne weg. Einige Regionen haben strengere Kontrollen und Maßnahmen implementiert, um die Nitratbelastung zu reduzieren, während andere möglicherweise mehr Probleme damit haben. Es ist wichtig, lokale Wasserqualitätsberichte zu konsultieren, um ein genaues Bild der Situation einer bestimmten Region zu erhalten. So viel mal zu diesem Thema. Und somit besteht aus heutiger Kenntnislage sowie aus dem heutigen Wissensstand kein Risiko für alle Altersgruppen, die deutsches Trinkwasser trinken. Und ist zudem auch unvergleichlich weich im Geschmack. Ausschließlich feinste Biozutaten. Besonders an heißen Sommertagen bietet Aqua Nivellibis eisgekühlt eine unvergessliche Erfrischung. Mit ausschließlich feinsten Bio-Zutaten. Das hört sich ja erstmal gut als Verkaufsschlager bzw. Argument von Kollega Seite an. Davon sollte man sich aber auf gar keinen Fall blenden lassen, weil Kollega betreibt hier wieder Blenderscheiße vom Allerfeinsten. Er meint hier einfache, schlichte Bio-Aromen und mehr auch nicht. Das sind nämlich seine ausschließlich feinsten Bio-Zutaten. Kollegas ausschließlich feinste Bio-Zutaten bzw. Bio-Aromen sind von der chemischen Zusammensetzung fast identisch zu synthetisch hergestellten künstlichen Aromen. Diese schenken sich nichts vom gesundheitlichen sowie qualitativen Aspekt. Aromen werden in der Lebensmittelindustrie und dabei spielt es wirklich keine Rolle, ob die jetzt natürlich, synthetisch hergestellt sind, künstlich sind oder naturidentisch sind, für den gleichbleibenden Geschmack sowie für die wirtschaftliche Produktion und Gewinnung eines Markenlebensmittels verwendet. Grundsätzlich ist es nämlich preiswerter. Produkte wie Joghurt, Eis oder Erfrischungsgetränke, wie in Kollegas Fall, mit Aromen zu aromatisieren bzw. zu strecken, da sie als günstige Rohstoffe äußerst beliebt in der Lebensmittelindustrie sind. Da frage ich mich, warum dann ein Liter seines Free Spirits Jungbrunnen Quellwasser knapp 5 Euro kostet. Dazu aber gleich mehr. Es entstand aus der Frustration der am Markt existierenden Getränkemarken, welche oft mit Zucker, chemischen Süßungsmitteln oder synthetisch hergestellten Aromen versehen sind. Wozu all diese zugesetzten Stoffe, fragt sich der Boss. Das Thema mit den synthetisch hergestellten Aromen habe ich ja bereits schon eingangs erklärt. Diese Stoffe würden sich laut Kollega oft in herkömmlichen Getränken finden. Job genauso wie in seinem Free Spirit Wasser. In der Werbung von Aqua Livelli erklärte der Don Pimp ja ebenfalls noch, dass das heilige Bosswasser für die Extraprise Schumann-Frequenz aus der Frustration der marktexistierenden Getränkenmärkten entstand. Und nun mit dem heiligen Free Spirit Wasser Aqua Livelli will Kollega nun eine Bio-Alternative zu all diesen Getränken anbieten. Gehen wir mal kurz auf das vermeintliche Bio-Siegel seines Free Spirits Wassers ein. Das ist der einzige Grund, warum Colli überhaupt mit dem Wort Bio so um sich schmeißen kann. Wasser, besser gesagt Mineralwasser beispielsweise, ist rein rechtlich betrachtet kein Bio-Lebensmittel, da es nicht unter die Öko-Verordnung fällt. Das sollte eigentlich auch jedem Vollidioten klar sein, der wo sich mal minimal mit diesem Thema beschäftigt hat. Damit er auf sein Free Spirit Wasser ein Bio-Siegel überhaupt draufklatschen konnte, hat er einfach auf günstige Bio-Aromen zurückgegriffen. Am 1.1.2022 ist die neue EU-Bio-Verordnung 2018/848 in Kraft getreten. Die hatte nämlich zur Folge, dass nun in Bioprodukten nur noch bio-geeignete konventionelle Aromen oder bio-zertifizierte Aromen, sogenannte Bio-Aromen, eingesetzt werden dürfen. Natürliche Aromen waren bis 2022 stets von der 95-5-Regel ausgeschlossen. In Bio-Lebensmitteln zählen Aromen mit in Kraft
Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung 2018/848 seit dem 1. Januar 2022 für die Mengenberechnung als Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs. Das bedeutet dann vereinfacht gesagt im Umkehrschluss, dass der aromatisierende Bestandteil zu mindestens 95 Gewichtsprozent aus dem in Bezug genommenen Ausgangsstoff gewonnen werden muss, um als Bio-Lebensmittel, also biozertifiziert oder ökozertifiziert zu gelten. Wir nehmen hierfür einfach mal Kolles Free Spirit Wasser Aqua Livelli. Also, die Zutaten vom heiligen Free Spirit Wasser sind ja einmal Wasser und natürliches Pfefferminzaroma, auch Bio-Pfefferminzaroma genannt. Das Bio-Pfefferminzaroma in diesem Beispiel zählt jetzt zu den Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft. Wie man an diesem Beispiel sehr gut sehen und feststellen konnte, ist diese neue Regelung bei Produkten sehr relevant und vor allem sehr ausschlaggebend, die nur aus sehr wenigen Zutaten bestehen, wie beispielsweise Kollegas Free Spirit Wasser ohne Zuckerzusatz und somit ohne relevante Mengen an weiteren möglichen landwirtschaftlichen Zutaten, da ja hier Wasser nicht mit einberechnet wird. Hier ist es dann halt meist zwingend notwendig, wie es jetzt halt Kollega gemacht hat, ein biozertifiziertes Aroma einzusetzen, um die mindestens 95% der landwirtschaftlichen Bio-Zutaten als Hauptkriterium für die Bio-Öko-Auslobung zu erfüllen. Also sind die feinsten Bio-Zutaten hier ebenfalls mehr Schein als Sein. Auch hier sind die Angaben vom Don Pim wieder sehr irreführend. Zum Beispiel frei von chemischen Süßungsmitteln. Sowas würde sich in herkömmlichen Getränken finden, ohne synthetisch hergestellte Aromen. Komplett deplatziert und einfach, ja, es ist irreführend, da die künstlichen Aromen ohnehin nur noch in sehr wenigen Produktgruppen verwendet werden dürfen. Der Einsatz und die Verwendung von Kollegas feinsten natürlichen Biozutaten, natürlich meine ich jetzt hier die natürlichen Aromastoffe, werden dabei seit Jahren sehr kritisch in der Branche betrachtet. Zum einen wegen der fehlenden Transparenz für die Verbraucher. Es wird bei dem Begriff natürlich hier einfach etwas Falsches dem Kunden oder dem möglichen Konsumenten versprochen. Was ist die Folge? Die falsche Einschätzung des Begriffs natürlich beispielsweise. Dann die Vortäuschung eines hohen Fruchtanteils. Es gibt tatsächlich oder es soll wirklich Leute geben, die wirklich heute noch fälschlicherweise davon ausgehen, wenn sie ein aromatisiertes New Water Getränk kaufen, dass der Fruchtanteil da hoch sein könnte. Genauso wie, dass das Aroma oder so ein Wasser auch keine gesundheitlichen positiven Effekte beispielsweise hat. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Genauso können nach wie vor technische Hilfsstoffe, Trägerstoffe und Lösungsmittel für die Produktion verwendet werden. Im Großen und Ganzen, die feinsten Biozutaten rechtfertigen auf jeden Fall diesen Wucherpreis vom Aqua Livelli. Wir kommen jetzt mal zu ein paar Aussagen von Felix aus dem Vitori-Interview. Parallel dazu wird ein kleiner Übergang in diesem Video mit einem zusätzlichen Thema angeschnitten. Keine Angst, wir befinden uns immer noch inhaltlich beim Thema Trinkwasser. Hier verknüpft Felix nämlich unter anderem die esoterischen Geheimlehren der Quantenphysik mit Wasser. Damit begibt sich Felix aber in esoterische Schwingungs- und Frequenzgewässer. Genau, das ist ein gutes Stichwort, die Alphawellen, dass das Ganze nämlich ein wissenschaftliches Fundament hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu betonen an der Stelle. Ja. Weil für viele Menschen klingt dieses ganze Schwingungsfrequenzenthema immer so abwegig, weil man es halt nicht mit bloßem Auge sehen kann. Aber Musik beispielsweise ist ja auch Schwingung. Ich komme ja aus der Musik. Es gibt verschiedenste Genres. Es gibt das Heavy-Metal-Genre. Das ist für Person A absolut stressig und Ohrenkrebs und Lärmbelästigung für Person B nicht. Dass Musik in Form von Tonfrequenz, Schwingungen und Hörschall zum Stress- und Angstabbau bei neurologischen Erkrankungen in der Medizin eingesetzt wird, um positiv zum Beispiel bei Depression, Alzheimer, Parkinson einzuwirken und auch zu beeinflussen, sowie dass die Alpha-Aktivität auf kreative Prozesse im Hirn hindeutet, ist zwar nichts Neues, aber hier wird man mal direkt Alpha-Zeuge von Felix Nexter sehr fragwürdigen und irreführenden Verkaufsmasche, diesmal aber in der Free Spirit Edition, worauf ein Großteil der Esoterik-Abzocke im Business aufbaut. Aber wir schauen jetzt erstmal weiter. Beispielsweise, ja, du kannst es mit Wasser zum Beispiel ganz gut beobachten. Ich bin in dem Thema Wasser seit vielen Jahren drin, habe auch ein eigenes Wasser mal rausgebracht, deswegen habe ich mich mal mit dem Bereich besonders auseinandergesetzt. Das ist ja nachweisbar. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was der Felix verraten wird und dass er sich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Wasser ausgiebig beschäftigt und auseinandergesetzt hat. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Das durften wir ja schon eindrucksvoll mit seinen fundierten wissenschaftlichen Aussagen in diesem Video feststellen.
dass du auf die Molekularstruktur des Wassers durch Musik, was auch Frequenz ist, Schwingung, Einfluss nehmen kannst. Das heißt, da entsteht Unordnung, da entsteht Chaos auf subatomarer Ebene. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel einfach dafür, um zu veranschaulichen, was Frequenz und Schwingung anrichten und verändern kann in der Materie. Also auch in unserem Körper, auch wenn wir es manchmal nicht sehen. Laut Felix soll Wasser mittels Schwingungen auch Musik spüren können und dadurch soll dann folgerichtig die Molekularstruktur beeinflusst und verändert werden. Oh mein Gott. Er meint hier eine der äußerst lächerlichen und skurrilen Behauptungen von dem japanischen Pseudowissenschaftler in Anführungszeichen Dr. Masaru Emoto. Ihr habt richtig gehört, Doktor in Anführungszeichen, denn den Titel hat er sich nur gekauft. Seine Thesen sind inzwischen Klassiker und bescherten dem japanischen Alternativmediziner Bestseller und Millionen. Emoto beschallte Wasser, unter anderem mit klassischer Musik und mit Heavy Metal Klängen. Nachdem das Wasser zugehört hatte, fror er es ein, fotografierte die Eiskristalle. Das Ergebnis: Wasser, das Heavy-Metal-Musik ausgesetzt worden war, war zu keiner Kristallisation mehr fähig. Nach Beethovens Sinfonien formten sich wunderschöne Kristalle. Er fantasierte sich sozusagen einen gewissen Zusammenhang zwischen dem Aussehen des Kristalls und der Qualität des Wassers her, vor lauter Ignorieren der Einflüsse wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit der Umgebung, also Grundlagen der Kristallbildung. Ich kann die Alphawellen regelrecht gerade spüren. Für seine pseudowissenschaftlichen Thesen und Methoden existieren keine Beweise, noch bestehen und erfüllen diese geltende Qualitätsanforderungen in der Wissenschaft. Da sich seine fantasievollen Behauptungen weder logisch noch schlüssig nachvollziehen lassen, werden seine Ideen von der Fachwelt nicht ernst genommen. Emotos Fantasien bilden aber zusammen mit weiteren nicht auf Scam-Basis zusammenfantasierte Thesen von Viktor Schauberger und Johann Grander unter anderem die Ausgangslage für die Herstellung von sogenanntem belebtem Wasser, welches laut einem Gerichtsurteil offiziell als aus dem Esoterik-Milieu stammender parawissenschaftlicher Unfug bezeichnet werden darf. 2003 bot James Randi Educational Foundation Emoto $1 Million, wenn er nämlich die Ergebnisse seiner Studien in einem Doppelblindversuch reproduzieren könne. Wenn man dazu noch anschaut, wie viel Geld ihm seine Fantasy-Romane einbringen, kann man sich schon denken, warum er das nicht annimmt. Felix ist halt hier wirklich das perfekte Paradebeispiel, wie gut sich solcher Bullshit auch im Jahre 2023 verkauft. Die Esoterik-Masche, die Colli hier zu seinem Besten gibt. Mit dem ausgehenden und spürbaren Alpha-Wellen positioniert sich als grenzüberschreitendes, allwissendes Wissenssystem, das sowohl naturwissenschaftliche als auch spirituelle und erfahrungsbasierte Erkenntnisse vereinigen will. Man findet eine Gemeinsamkeit und leitet daraus einen Zusammenhang ab, ohne logische Brücke dazwischen. Insbesondere Erkenntnisse der Quantenphysik werden gerne rezipiert und anschlussfähig gemacht, um esoterische Zusammenhänge als logisch und rational darstellen zu können. Diese Argumentationsstrategie lässt sich in der Quantenesoterik oft beobachten. Felix predigt von nicht sehbaren Schwingungen und Frequenzen im menschlichen Körper. Auch in der Musik kommen Schwingungen und Frequenzen vor. Also das muss ja safe zusammengehören, wenn es der Big Boss zusammen assoziiert. Oder was meint ihr? Wir assoziieren die Fantasy-Brücke von Colli jetzt mal weiter. Ein Klassiker zum Spüren und Fühlen der Alpha-Frequenzen in unserem Körper, das Free Spirit Album von Felix. Wie findet ihr denn meine spirituelle Transformation, nachdem ich das Album Free Spirit angehört habe? Die Transformation kann sich doch richtig sehen lassen. Ich habe noch und nöcher. Ich habe vielleicht noch nicht mal eine Bergquelle, sondern viele Supermarktwasser werden ja auch aus irgendwelchen künstlichen oder aus immerhin Kläranlagen. Es gibt ja die abenteuerlichsten Geschichten. Ich muss auf die Wasserqualität achten, ist der nächste Schritt. So, und dann kommen wir noch zum Thema Schwingung. Man kann das auch energetischer wieder aufbereiten. Und dann noch die Mineralisierung, die man ja dann nochmal im Endeffekt künstlich oder sagen wir mal manuell nochmal hinzufügen muss, weil wenn du das Wasser wirklich einmal reinigst, wie wir das gemacht haben, ist es steril im Sinne von, es hat keine Mineralien mehr. Das heißt, das Wasser, was ich rausgebracht hatte, Aquali Valley, hat dann im letzten Schritt nochmal so einen Mineralisierungsprozess erfahren, damit man möglichst dem nahe kommt, wie es aus dem Berg kommt. Das wollen wir halt reproduzieren, weil das einfach nicht verfügbar ist und das ist halt nicht einfach Wasser ist Wasser. Felix malte sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Der notwendige Mineralisierungsprozess von Aquali Valley wird von Felix damit begründet, dass man möglichst dem nahe kommen will, wie das Wasser aus dem Berg kommt. Das wollen sie reproduzieren, weil es so nicht verfügbar ist. So frei nach dem Motto, Wasser ist nicht gleich Wasser. Mit dem letzten Satz hat er sogar ironischerweise nicht ganz unrecht, aber er labert trotzdem nur Unsinn, Blödsinn und man hört richtig seine Ahnungslosigkeit heraus und dadurch ertappt man ihn mal wieder beim Lügen. Wer hätte das nur gedacht? Im Lebensmittelbereich wird
Wasser als natürliches Mineralwasser, Quellwasser, Tafelwasser und Trinkwasser, also Leitungswasser, differenziert. Im Bereich der Arzneimittel wird Wasser als Heilwasser eingesetzt. Das wird ebenfalls im Lebensmittel- und Getränkefachhandel verkauft. Es fällt jedoch unter das Arzneimittelgesetz. Dieses Wasser muss beispielsweise aufgrund seiner Inhaltsstoffe eine heilende, vorbeugende Wirkung besitzen, die anhand wissenschaftlicher Studien nachgewiesen sind. Der Verkauf von Wasser als Heil- oder Mineralwasser ist an bestimmte Gesetzesvorgaben gekoppelt. Sie benötigen als einziges Lebensmittel in Deutschland eine amtliche Zulassung. Quellwasser benötigt keine amtliche Zulassung, wird aber wie Mineralwasser durch gesetzliche Anforderungen der Mineral- und Tafelwasserverordnung geregelt. Dabei gelten für Heilwässer und Mineralwässer ähnliche gesetzliche Richtlinien. Natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Heilwasser stammen alle aus unterirdischen Wasservorkommen und werden aus natürliche oder künstliche erschlossene Quellen gewonnen. Sie müssen alle von ursprünglicher Reinheit und frei von Krankheitserregern sein. Das betrifft beispielsweise Mineral- und Heilwasser wegen ihrer amtlichen Kennzeichnung. Quellwasser muss den Trinkwasserkriterien entsprechen. Das versickerte Grundwasser, das betrifft jetzt den Entstehungsprozess von Mineral- und Heilwasser, und das gespeiste Oberflächenwasser, das betrifft jetzt den Entstehungsprozess von Quellwasser, werden durch die Gesteinsschichten gefiltert und reichern sich mit Mineralstoffen an. Somit sind solche Wässer sehr wohl in der Natur verfügbar. Damit ist die Behauptung von Felix mit der tollen Bergquelle und dem vorkommenden nicht verfügbaren Wasser nachweislich eine sehr dreiste Lüge. Erwähnte Begriffe wie spezielles Filtrationsverfahren und Mineralisierungsprozess des Wassers, die als Argumente im Kontext des Aqualivelli CEOs vorkommen, dienen hier ebenfalls als Lüge, um Felix seine schwachsinnige These, anders gesagt falsche Werbeversprechen, zu stützen. Er versucht mittels Random Name-Dropping seine Ahnungslosigkeit zu kaschieren. Dabei demonstriert er aber nur seine eigene Ahnungslosigkeit. Zusätzlich kann die irreführende Bezeichnung und die Angabe des Begriffes natürliches Wasser von Aqualivelli schnell Verwechslungsgefahr mit der Lebensmittelkennzeichnung natürliches Mineralwasser entstehen lassen. Da Trinkwasser, wie ich vorhin bereits schon erklärte, ein Naturprodukt ist, ist die Bezeichnung gleich doppelt für die Tonne, weil hier dem Konsumenten etwas Natürliches als Special suggeriert wird, das es schon die ganze Zeit in der Natur gibt und vorkommt. X the Genex, mein Brie hat hier sogar ironischerweise für diese Thematik eine passende Frage in Form eines Kommentars gestellt. Ich blende die Frage mal ein. Darauf kommen wir ebenfalls gleich zu sprechen, welcher Filter hier zur Herstellung vom Aqualively in Frage kommen könnte. Ich bin ein stets hellwacher und intelligenter Skeptiker, Free Spirit. Schaut man sich bei der Blend vom Free Spirit Wasser die Zutatenliste an, steht hier einfach schlicht Wasser. In diesem Fall handelt es sich höchstwahrscheinlich um Leitungswasser oder Tafelwasser, das mittels des speziellen Filtrationsverfahrens und Mineralisierungsprozess zu gefiltertem Leitungswasser oder Tafelwasser mit Mineralien getunt wird. Dieses Wasser ist auch besser bekannt unter dem Namen Osmosewasser, das bei der Umkehrosmose beispielsweise auch sämtliche Mineralien aus dem Wasser entfernt werden. Deswegen wird es später nach so einem Filtrationsverfahren wieder mineralisiert. Kurz noch als Ergänzung: Tafelwasser ist nichts anderes als Leitungswasser. Es wird jedoch stark industriell aufbereitet. Dies bedeutet, dass das Wasser gereinigt, gefiltert und vorab demineralisiert wird. Danach werden dem Wasser wieder Mineralien zugeführt. Die Getränkeindustrie spricht sogar von einer Veredelung. Und genau diese verschiedenen Prozesse machen das Tafelwasser zu einem unschlagbaren Geldverzehrer. Das würde dann wiederum Sinn machen, warum das Free Spirit Wasser nach dem speziellen Filtrationsverfahren nochmals mineralisiert wird. Kollege hat zwar damals bei seiner Patentanmeldung für die Wortmarke Aqualivelli für die Markenklassifikation bei der Klasseneinteilung für Waren wie Klasse 32 angegeben, aber darunter fällt halt nicht nur Mineralwasser, sondern auch Bier, alkoholfreie Getränke, kohlensäurehaltige Wässer, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken. Da bekomme ich auch richtige Vibes an Coca-Cola und seinem Mineralwasser Dasani aus dem Jahre 2004. Dieses Wasser werden wahrscheinlich die wenigsten von euch noch kennen. Dasani besteht nämlich aus schlichtem Leitungs- bzw. Tafelwasser, das etwas mit Mineralien getunt wurde. Nach dem Geständnis von Coca-Cola hieß es in der damaligen Presseerklärung und auf der firmeneigenen Website, dass Dasani-Wasser habe einen ausgeklügelten Reinigungsprozess durchlaufen. Na, an wen erinnern uns denn diese Worte? Wir denken nicht, dass
irgendwelche Unreinheiten im Leitungswasser gibt, sagte Barry Clegg, damaliger Sprecher von Water UK. Dass das Wasser sauber ist, ist auch der Meinung der amtlichen Prüfer, die etwa 3 Millionen Stichproben pro Jahr machen. Wie man hier auch gerade wunderbar erkennen kann, ist auch diese Masche schon sehr lange und sehr weit verbreitet. Judith Snyder, damalige Produktmanagerin von Dasani, versuchte anschließend dann noch einen Rettungsversuch, der ebenfalls komplett nach hinten losging. Wir würden nie sagen, dass Leitungswasser nicht trinkbar wäre. Es ist nur so, Dasani ist so rein, wie Wasser nur sein kann. Es gibt unterschiedliche Niveaus von Reinheit, sagte sie. An wen erinnert mich bloß diese Argumentationsstruktur? Der Name will mir gerade nicht so richtig einfallen. Da könnt ihr euch mal ausrechnen, wie hoch wahrscheinlich dann die Gewinnspanne bei diesem ganzen Prozedere sein wird. In der Esoterik-Szene spricht man auch von belebtes Wasser. Dieses wird auch als levitiertes, vitalisiertes, informiertes, strukturiertes, hexagonales oder grander Wasser bezeichnet. Das besagte Wasser wird laut der Behauptung seiner Hersteller und Vermarkter auf verschiedene Weisen behandelt und soll dadurch für etliche Einsatzzwecke verbessert sein. Hinweise auf tatsächliche Veränderungen des Wassers gibt es nicht. Außerdem gibt es Produkte, die mit dem Versprechen vermarktet werden, dass sie den Verbrauchern ermöglichen, selbst belebtes Wasser herzustellen, wobei unter anderem behauptet wird, die hexagonale Struktur von Leitungswasser sei zerstört worden und lasse sich mit einem Wasserenergie-Teaserer wiederherstellen. Natürlich. Sales Bruder wirkte laut eigener Aussage ebenfalls beim Aqua Livelli Entstehungsprozess mit. Komischer sowie lustiger Zufall, dass dieser auf seiner eigenen Website ein Product Placement mit einem Wasserfilteranlagenhersteller hat. Er bewirbt, wer hätte es nur gedacht, eine Osmoseanlage von Aquasmonic. Ich habe mir die Website von denen mal etwas genauer angeschaut und was soll ich dazu sagen? Aquasmonic sowie diverse andere Wasserfilterhersteller geben inhaltlich, nur mit anderer Umschreibung und Ausschmückung, 1:1 die gleichen Werbeversprechen und Behauptungen wie Felix an. Was für ein komischer Zufall. Ich zeige euch hier dazu einfach mal ein paar Beispiele. Das ist genau mein Ansatz gewesen, warum ich damals mich mit dem Thema Wasser beschäftigt hatte, weil jeder weiß, wir bestehen zu 70% oder 80% aus Wasser. Aber den Satz höre ich nicht zum ersten Mal. Leute, unser Körper besteht aus 70% Wasser. Jeder hat im Biologieunterricht gelernt, die Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, arbeiten mit Wasser. Das heißt, wir brauchen eine ausreichende Wasserversorgung, damit der Körper überhaupt leistungsfähig ist. Ja. Weil alle Prozesse darauf basieren, auf einer ausreichenden Wasserzufuhr. So, dann ist es ja erstmal der erste Schritt, ich brauche genug Wasser, das ich meinem Körper zuführe. Aber dann ist ja der zweite Schritt, mir mal anzuschauen, was ist das denn überhaupt für ein Wasser? Ist das im Idealzustand? So, und wenn ich mir jetzt anschaue, wenn das Wasser aus der Bergquelle kommt und automatisch mineralisiert wird und rein ist, die gute Schwingung hat, weil nur Natur drumherum ist, die Schumann-Frequenz, und das trinke ich dann aus der Bergquelle, dann ist das eigentlich so, wie das Wasser sein soll. So. Genau. Und dann hat das nachweisbar auch die vollständige Wirkung im Körper. Wenn ich jetzt hingehe und ich habe Abfüllprozesse, ich habe Plastikflaschen im Spiel. Und natürlich ist auch hier vom strukturellen Wasser die Rede. Oh mein Gott. Hier könnte man glatt meinen, dass Felix deren Inhalte auf MC-Forum angelehnt beitete und adaptierte. Und dass Sales Bruder seine Kontakte zu einem Hersteller von Wasserfilteranlagen für den Entstehungsprozess vom Free Spirit Wasser spielen ließ. Er hat ja auch schon mit dem Hersteller Aquasmonic ein QVC-Werbevideo auf YouTube veröffentlicht. Es ist auch in der heutigen Zeit in der Branche gang und gäbe und üblich, dass ein Getränkehersteller irgendeinen Wasserfilteranlagenhersteller aufsucht, der sein Leitungs- bzw. Tafelwasser mittels einer Osmoseanlage beispielsweise tunt und zack, so bekommt man das heilige Bergquellenwasser mit den gesundheitlichen Vorteilen und Nutzen, die natürlich nicht wissenschaftlich belegt werden können. Aber gehen wir mal auf den Preis von Aqua Livelli ein. Einmal gottlos überteuertes Wasser. 12 0,33 Flaschen kosten 19 Euro. Das heißt, eine Flasche kostet 1 Euro und 58 Cent. Nur mal zum Vergleich. Du kannst dir entweder eine 0,33 Flasche Aqua Livellis kaufen, oder 6 Liter Wasser vom Edeka. Ich glaube, ihr merkt es selber. Hier werden Fans auf höchstem Niveau ausgebeutet, trotzdem gibt es immer noch ein paar Kollegah-Supporter, die diesen ganzen Müll supporten und Free Spirit als sein bestes Album ansehen.
Felix wirbt und arbeitet mit Floskeln, wie gefühlt jeder zweite Influencer, die unfundiert und peinlich versuchen, ihre Nearwater-Getränke mittels Fake News, das kann man hier auch einfach anders nicht sagen, an den Konsumenten zu bringen. Verbraucherschützer kritisieren beispielsweise, dass Hersteller wie Influencer mit zusätzlichen gesundheitlichen Zusatznutzen werben, obwohl tatsächliche Gesundheitswirkungen der Getränke wissenschaftlich nicht belegt sind. Ein weiterer Punkt, den ich eingangs schon erwähnte, ist, dass häufig in solchen Getränken kein Mineralwasser vorzufinden ist, sondern das schlechte Trinkwasser, laut Kollegas alternativwissenschaftlicher Meinung. Überflüssigen und überteuerten Nearwater-Getränke verdanken ihren Erfolg vor allem einer ausgeklügelten Werbestrategie. Keine der erwähnten Verkaufsargumente bzw. getätigten Aussagen von Kollega rechtfertigen auch nur zu 0,01% oder zu einer Millisekunde diesen Wucherpreis für das Aqua Livelli. Aber durch seine minutiösen Verkaufsargumente und eine komplizierte Rechnung kann der Big Boss natürlich sein überteuertes Free Spirit Wasser rechtfertigen. Das würde dann ungefähr so ausschauen. Ich sag nie, das muss man machen und das ist lebenswichtig, aber wenn man sich eingehender damit beschäftigt, alles optimieren zu wollen, kommt man irgendwann an so diese letzten paar Prozent. Ja. Und das war dann mein Ansatz, dahinter ein Wasser rauszubringen. Was in Deutschland auf relativ viel Unverständnis gestoßen ist, dafür aber im asiatischen Raum umso mehr Anklang fand. Also die Chinesen, bei denen ist das halt bekannt und bei denen gibt es ja noch nicht mal Sauerstoff teilweise. Mein Gott, ey. Felix hat ja hier gerade etwas verwundert wiedergegeben, dass sein Wasser in Deutschland nicht gut angekommen ist. Das geht jetzt hier nicht um die allgemeinen Resonanzen und Kritiken, sondern einfach um ein paar kritische Gegenstimmen, die wo sich halt zu diesem Thema geäußert hatten. Dafür ist aber sein heiliges Free Spirit Wasser auf dem asiatischen Markt sehr gut angekommen. Mann, deine ganze Masche, Verkaufspsychologie sowie Rhetorik in Form von Confirmation plus Cherrypicking zum Thema Aqua Livelli und Trinkwasser basieren auf Klassikern wie zum Beispiel Panikmache. Mittels fragwürdigen und sehr dubiosen pseudowissenschaftlichen Behauptungen und Falschaussagen versucht er die Leute für blöd zu verkaufen. Und Real Talk an der Stelle, er verwendet ja wirklich nachweislich, das habe ich ja in dem Video mehr als zu Genüge aufgezeigt, die gleichen Narrative sowie Maschen von den ganzen Influencern, die damals auch diese haltlose Scheiße zum Thema Trinkwasser für ihre irre führende Werbung für beispielsweise Wasserfilteranlagen oder Wasserfilter behauptet haben. Weiteren Übertragungsweg von Parasiten auf den Menschen haben allerdings die wenigsten auf dem Schirm. Das Wasser aus der Leitung. Leitungswasser hat fast jeder von uns schon einmal getrunken. Doch nur die wenigsten wissen, dass dieses Wasser nicht sauber ist. In einigen Gegenden Deutschlands enthält Trinkwasser zu viel Uran. Kolibakterien wurden im Trinkwasser nachgewiesen. Rückstände von Medikamenten in der Leitung. Mir geht es wirklich darum, dass ihr euch etwas aufgeklärt fühlt über Wasser, allgemein der Zustand, was ist ein Grundbedürfnis, Wasser soll sauber sein, Wasser soll gesund halten und für sonst nichts anderes sorgen. Ich habe mich vor 2 Jahren für die mit Festanschluss Mini-Touch entschieden. Du könntest auch genauso gut einem Stein lecken und einen Stein essen, weil die Mineralien im Wasser sind gleich Kalk. Okay, das mal nebenbei. Ärzte wissen Bescheid. Für die Aufbewahrung von Kontaktlinsen raten Sie dringend davon ab, Leitungswasser zu benutzen. Wenn dieser Ratschlag nicht beherzigt wird, kann es zu einem Parasitenbefall der Augen kommen. 4 Marken habe ich getestet, okay? Mit diesem PPM-Messgerät, das hat auch nicht Aqua Global erfunden, das gab es schon viele Jahre vorher auch. So, damit kann man die Teilchen im Wasser testen. Das heißt, je höher der Leitwert, desto belasteter ist das Wasser. Soll Aqua Global kennen, jeder soll dieses Gerät zu Hause haben am besten. Das gleiche gilt natürlich auch für diverse Wasserfilteranlagenhersteller, die mit solchen abenteuerlichen Behauptungen mit gesundheitlichen Wirkungen, positiven Effekten für den Körper und so bla 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 um die Ecke kommen. Also genau die gleichen Floskeln, mit denen Felix arbeitet. Hierfür hat er sich wirklich eine sehr schöne und vor allem sehr seriöse Inspirationsquelle ausgesucht. Mit diesen Betrugsmaschen werden diverse Menschen seit Jahrzehnten erfolgreich abgezogen und verarscht. Natürlich sieht auch Felix hier das Potenzial eines weiteren Geschäftszweigs. Mit sehr vielen ahnungslosen Alphas. Betroffen sind natürlich jetzt hier Menschen mit einem fehlenden Bildungsniveau, die wohl einfach keinen Plan über die Qualität von Trinkwasser, Gefahren, Risiken und so weiter haben. Dass das Aqua Livelli im asiatischen Raum so gut angekommen ist, liegt halt auch zum Teil daran, dass die asiatische Alternativmedizin der Vorreiter für dieses ganze Zeug ist. Also mach doch jetzt hier kein großes Ding daraus. Am Ende von diesem Part frage ich mich jetzt persönlich nur, wo hat die irreführende Werbung seitens Kollega ihre Grenze?
Wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel des Videos, beziehungsweise jetzt kommt ein kleiner Übergang. Wir bleiben aber bei dem Interview mit Vitori, weil hier sprach auch Kollege über eine magische Kristallmatte. Wie zum Beispiel eine Auster, genau die Kofaktoren, Enzyme und Nährstoffe beinhaltet, die halt den und den Effekt auf unserem Testosteronspiegel beispielsweise haben, ist es eben auch im gesamten, im elektromagnetischen Universum mit der Schwingung so. Das heißt, die natürlichste, wichtigste, grundsätzlichste Schwingung ist die Schumann-Frequenz. Die haben die meisten gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen war das Thema Kristallmatte, Vitori, für mich deswegen so interessant, weil es gerade diese Frequenz eben simuliert. Ja, was ist das bitte für ein Lifehack, wenn ich das mir einfach in mein Schlafzimmer hole, was ich eigentlich bräuchte, wovon ich aber abgekoppelt bin, sodass die Schwingung durch meinen ganzen Körper geht und jeden Mikroprozess, jedes Mitochondrium, jede Aktivität in jeder Zelle an der Basis steuert. Und die Basis von allem, noch bevor wir auf Nährstoffe kommen, bevor wir auf Lebenswandel, auf Sport, all diese weiteren Bausteine kommen, sind wir auf unterster Ebene erstmal auf der Schwingungsebene. Und wenn wir da dann die Voraussetzungen schaffen, dass die ideal sind, im Sinne von, wir haben dauerhaft die Schumann-Frequenz. Viele Thesen, die der Big Boss Illuminati Don Pimp Kollega und der Moderator im Gespräch erwähnen, fallen Begriffe wie Alphawellen, Schumann-Frequenz, WLAN-Strahlung, Elektrosmog und dadurch ausgelöster Stress. Überall wird von Schwingungen, Energien oder Frequenzen geraunt. Das hört sich ja sehr wichtig und fundiert an. Es ist ein Paradoxon, Esoteriker, deren Geschäftsmodell darauf fußt, die Erkenntnisse der Naturwissenschaft zu ignorieren. Berufen sich auf naturwissenschaftliche Theorien. Als Allzweckwaffe soll dabei die Kristallmatte von Vitori helfen, die Collis selbst benutzt und in höchsten Tönen lobt. Zu Hause konntest du die testen. Du hast einem Kumpel gesagt, hey, oder wie war die Geschichte da? Ich bin auf das Thema schon mal irgendwann gestolpert. Ja. Hab das aber dann wieder aus den Augen verloren. Ich hatte eure Matte also schon mal irgendwo, ich weiß nicht, hat mir glaube ich jemand vorgeschlagen. Mhm. Und ich fand es da schon interessant und hatte es so im Hinterkopf, bis dann irgendwann ein guter Freund von mir diese Matte mir gezeigt hat und mich darüber aufklären wollte. Und ich wusste ja schon so ein bisschen Bescheid. Und dann hat er mich wieder auf das Thema gebracht. Und ich habe ihm gesagt, leih mir die mal aus. Und ich habe sie dann mal getestet ein paar Tage und habe halt auch direkt gemerkt, was die Wirkung davon ist. Also ich bin auf dieser Matte sehr, sehr schnell sehr entspannt geworden, als ich eingestellt habe, das Entspannungsprogramm. Und das hat direkt gegriffen. Ich habe es dann noch 2-3 Mal danach gemacht, um sicher zu gehen, aber dass die Matte eine entspannende Wirkung im Entspannungsprogramm hatte, war mir dann sehr schnell klar und es war auch sehr angenehm. Und dann habe ich euch angeschrieben und habe gesagt, wollen wir nicht mal was machen? Ich bin ja nicht so die Litfaßsäule, ich mache ja ungern Testimonial-Deals oder so, sondern bringe eher lieber meine eigenen Produkte raus, statt für jemand anders Werbung zu machen, weil ich meistens immer so ein bisschen was nachjustiere oder optimiere, was ich bei anderen nicht so sehe. Die Geschichte muss doch wohl auf einem tatsächlichen Fall beruhen. Falsch. Sie ist völlig frei erfunden. Und wenn es da ein Hilfsmittel gibt, das auf Schwingung basiert, was das im Körper triggert, dann wirkt sich das ja auch auf den Geist wiederum aus. Das Thema hatten wir auch im letzten Interview, alles steht ja in Verbindung. Und insgesamt eine entspannende Wirkung auf Körper, Geist und Seele ist das, was ich gemerkt habe beim Anwenden der Matte. Eine Quelle für seine mal wieder alternativwissenschaftliche Meinung, die das wissenschaftlich belegt, bleibt natürlich mal wieder aus. Quelle vertrau mir, Bruder, an der Stelle. Ist aber alles nachweisbar, bekommt der Zuschauer immer wieder zu hören. Der Kostenpunkt dieser magischen Allzweckwaffe, 2200 Euro. Ihr habt richtig gehört. Sucht man bei bekannten chinesischen Großhändlern wie zum Beispiel AliExpress oder Alibaba unter dem Begriff Chakramatte, findet man eine Vielzahl an ähnlichen ausstehenden Produkten mit einem viel niedrigeren Preis. Wenn man bei Google 2 Minuten weiter recherchiert, findet man den chinesischen Hersteller Fennocare, der die Vitori Kristallmatte entwickelt hat. Soviel zur Vitori Premium Kristallmatte, das Original. Also so frei nach dem Motto billiger China-Schrott. Sidefact am Rande. Fennocare produziert für mindestens 300 Firmen weltweit, welche diese unter ihrem eigenen Label vertreiben. Und bei euch habe ich aber ein Produkt gesehen, was ich so noch nicht in vergleichbarer Form auf dem Markt gesehen habe und was sehr benutzerfreundlich ist und was sofort eine positive Wirkung auf die Entspannung hatte. Und ich glaube, das ist halt auch ein Faktor, der den Menschen heutzutage absolut fehlt. Diesem Scam dürfte die Gewinnspanne und der erwirtschaftete Ertrag bei Vitori dementsprechend und logischerweise sehr groß sein. Ein Blick in die allererste Anleitung der Kristallmatte lohnt sich ebenfalls. Dort kann man quasi aus erster Hand durch 4 Seiten aufgelisteter Studien erfahren. Natürlich bezieht sich mal wieder keine Studie auf den China-Schrott, wofür die Matte eigentlich gut sein soll. Sehr seriös, nicht widersprüchliche und nicht irreführend fiktive gesundheitliche Erfolge der Kristallmatte hofft
hervorzuheben, obwohl keine Heilversprechen versprochen werden können, da ja keine Befunde existieren. Irgendwie schon wieder Ironie der Alpha-Wellen und auch auf jeden Fall auch Realsatire, dass genau Felix wieder Werbung für so einen Esoterik-Müll macht und dabei noch der fiktive Erfinder des China-Schrotts Sebastian Kreuz ist, der Gewinner der 11. Staffel von The Voice of Germany. Wir sind in der Esoterik-Simulation angekommen. Zu Beginn des Interviews ist das sogar noch relativ interessant. Kollega gibt nämlich tiefe Einblicke in seine vergangene Amphetaminzucht. Natürlich ist das aber auch nur der Aufhänger, um früher oder später auf die Kristallmatte oder anders gesagt auf den billigen China-Schrott zu sprechen zu kommen. Als nächstes behandeln wir jetzt mal ein wenig den Krypto-Scam von Kolle. Auch mit dem aufsteigenden NFT-Hype hat der Business-Monarch einen weiteren Geschäftszweig für sich entdecken können. Ende 2021 erschuf der Boss ein handgezeichnetes Ölgemälde, dem er anschließend mittels digitalen Tools einen neuen Schliff verlieh. Kollegas erster NFT als Cover seiner Single allein war somit geboren. Dieser brachte bei der Auktion einen Erlös von knapp 7 Ethereum, damals knapp umgerechnet 20.000 Euro. Der meistbietende der damaligen Aktion war ein besagter User namens Fabis. Und hier verweise ich direkt mal auf das Video von Franz Pöckler, Link in der Videobeschreibung. Der Bre hat das hier super aufgeschlüsselt. Der gute Mischa, so heißt derjenige, der den NFT von Kolle ergattern konnte, ist ein Mitbetreiber von Mary Jane, ein CBD-Vertrieb. Sein Unternehmen konnte er im damaligen Video von Kollegas vermeintlichem Besuch fleißig bewerben. Aus dem Video von Franz Pöckler geht wunderbar hervor, dass sich das besagte Übergabevideo von Kollega allein von der Qualität der Produktion zu den Videos von Kollega und Farid Bang extrem unterscheidet, für die sie während ihren Promophasen immer bekannt waren. Das ist auch schon allein dem Grund geschuldet, dass Kollega beim besagten Übergabevideo ein komplettes Kamerateam dabei hatte. Warum behauptet Felix am Anfang, wir sind jetzt angekommen in Zürich, trifft dann das erste Mal Mischa, der aber dann anschließend im Auto sagt, wir fahren jetzt gerade nach Solothurn in meine CBD-Anlage, wo ich mit Partnern gegründet habe. Das hier ist doch deine CBD-Anlage. Das Übergabevideo ist sozusagen geskriptet und der Typ wollte halt ein bisschen Werbung für seinen CBD-Vertrieb machen. Kollegas Musikvideo zu seinem Track Immer noch wurde nämlich im gleichen Cannabislager gedreht, wo auch das Übergabevideo gedreht wurde. Somit ist das Musikvideo zu Immer noch logischerweise am gleichen Tag entstanden, als die Übergabe zwischen Kollega und Mischa stattgefunden hat. In beiden Kolle-Videos sind beispielsweise die gleichen orangenen Regale von Mischas Plantage zu sehen. Genauso sind Kollegas Haare, sein Bart, seine Kette und die Ringe 1:1 gleich. Da kommen halt wirklich starke Zweifel auf, ob es sich hierbei um eine legitime Auktion handelte. Ich finde auch, wir sollten uns noch ein paar Aussagen des Big Bosses anhören, die er zuvor in einem Twitter-Space am letzten Tag der Auktion tätigte. Was sind die Gedanken? Was sagt das Mastermind? Ja, tatsächlich habe ich mir einige Gedanken gemacht und auch eine gute Strategie, wie ich wertige NFTs auf den Markt bringe. Meine Ideen sind sehr originell, deswegen kann ich die hier nicht so in voller Länge darbieten, sonst wird es geklaut. Auch da muss man sich überraschen lassen, aber das wird halt alles ficken. Komischer Zufall, dass das Unternehmen des Gewinners eine passende Videolocation für den Big Boss parat stellen konnte. Meine Fresse, hat der Kolle doch immer mal wieder ein Glück. Was ich halt auch extrem komisch und fragwürdig finde. Woher wusste Kolle beispielsweise, wer eigentlich der User Mfabis ist? Und woher wusste Mischa, dass er sich beim Don Pimp melden sollte? Mfabis beispielsweise, der hat nämlich während der laufenden Auktion kein einziges Mal mitgeboten, sondern nur zum Schluss den höchsten Preis reingehauen. Wie das Schicksal seinen Lauf nimmt, hat Kollege anschließend sein Musikvideo bei Mischa gedreht. Fragen über Fragen. Der nächste NFT von Kolle geht genauso seriös und nicht auf Scam-Basis wie beim vorherigen allein NFT weiter. Für dieses Projekt holte sich Felix extra eine starke helfende Hand zur Seite. Jeder, der sich dafür interessiert, der sollte mit seriösen, starken Partnern und zwar den stärksten zusammenarbeiten. Wenn wir ehrlich sind, ich kann euch nur hier einen empfehlen. Das ist NFT Awesome. Wir werden noch viele geile Projekte durchziehen. Ihr werdet es miterleben. Deswegen haben wir angefangen zusammenzuarbeiten, weil ihr von NFT Awesome halt ein Riesenteam habt, genau, die sich seit Anfang an mit dem Thema beschäftigt haben, brachial aufgestellt sind, so viel muss man sagen. Ein sehr, sehr gutes Team. Ich würde sagen, wir sind auf dem deutschen Markt wahrscheinlich absolute Vorreiter. Ja. Und deswegen arbeiten wir mit NFT Awesome zusammen. Der Gönjamin Genesis NFT wurde in Zusammenarbeit mit einer Firma namens NFT Awesome ins Leben gerufen. Die Homepage von denen ist mittlerweile
mittlerweile schon offline. So viel zum Thema Seriositätsstatus. Dieses Unternehmen wurde im Dezember 2021 explizit für die Gönjamin-Kunstwerke von Felix aufgebaut und gegründet, um die Missbildungen in seinem Namen an den Start zu bringen. Danach wurde die Firma aber sehr, sehr stiefmütterlich behandelt und wieder fallen gelassen. Der Gründer von NFT Awesome, David, ist auch der CEO von Jan Studios. Die habt ihr garantiert schon mal gehört. Dieser kümmert sich unter anderem um alle relevanten Schnittstellen von Kollega, also betroffen hier ist das Adwork, der Merch sowie die komplette Abwicklung bis hin zu den Musikvideos. Ein Zeichen einer Vision für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit bei diesem Projekt ist also Fehlanzeige. Und mal wieder eine erschaffene Fata Morgana von Kolle für seine Community und vermeintliche Interessenten und Käufer. Neben der Bewerbung und Promotion seines NFT-Projekts auf allen Social Media Plattformen öffnet Kolle einen Discord-Channel. Aufgrund seiner Twitter-Aktivitäten waren erste User schon skeptisch. Einer warf Kolle beispielsweise vor, Werbung und Promo für einen Imperial Whale Club zu machen. Eine Seite, die Rugpull, also das ist eine Betrugsmasche im Krypto-Game, bei ihren Käufern betrieben haben soll. Der Business-Monarch gibt natürlich wie ein aufrichtiger Alpha Entwarnung, dass er in keinem Bezug zu irgendwelchen Ways oder Scam-Projekten steht. Tatsächlich fanden sich durch den Rugpull vom Imperial Whale Club keine Spuren mehr von irgendwelchen Einflüssen des Felix Die haben die Instagram-Seite nicht gelöscht, sondern nur umbenannt. Oh, wen haben wir denn da? Danke für den Hinweis auf die echten Whales, die tausende Bitcoins halten. Ich bin ja nicht so die Litfaßsäule. Ich mache ja ungern Testimonial-Deals oder so, sondern bringe eher lieber meine eigenen Produkte raus, statt für jemand anders Werbung zu machen, weil ich meistens immer so ein bisschen was nachjustiere oder optimiere, was ich bei anderen nicht so sehe. Geschichten aus dem Paulanergarten. NPC. Oh, was findet man denn hier für Einflüsse des Big Bosses? In einem zweiten Twitter-Space erklärte Kollega, dass es sich bei seinem Projekt um keinen Scam handle und man sich darauf verlassen kann. Entscheidend ist immer, was wird am Ende draus? Halten die Leute sich an die Roadmap? Ist da noch Bewegung drin? Wird das weitergeführt oder ist das Ding dann durch und jeder hat seinen Schnapper gemacht und verpisst sich wieder? Deswegen machen wir es ja selbst. Wir wollen ja gerade da eine Instanz auch sein, wo du dich darauf verlassen kannst, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Unsere Roadmap, die festgelegt ist, die wird eingehalten, denn das Ganze wird halt ein Leuchtturm sein in dieser ganzen versumpften Szene von irgendwelchen NFT-Projekten, wo am Ende nichts draus wird und es ging nur um kurzfristiges Pump-and-Dump-Money. Wir stehen hier für Nachhaltigkeit, wir wollen hier keine schlanke Markt mitmachen, sondern wir wollen die Welt verändern. So. Käufern der Elefanten wurde einiges versprochen. Zum Beispiel die Gründung eines Gönjamin Forests, um den CO2-Abdruck des NFT-Projektes zu neutralisieren. Jeder Gönjamin-Holder sollte Teil des Jet-Set-Clubs werden und exklusiven Access zu Releases erhalten oder zu Verlosungen von persönlichem Stuff von Kollega. Außerdem sollten sie einen kostenlosen Zugang zum Gönjamin-Festival erhalten mit exklusiven Gästen aus der deutschen Hip-Hop-Szene, exklusive Fashion-Jobs, Einladungen zu speziellen Events und natürlich ein exklusives und einmaliges Konzert in Real Life. Dieses Konzert wird legendär. Und bosshaft, dafür werden wir sorgen. Die neuen Gönjamins gingen am 26. Februar weg und spielten ca. 12,89 Ethereum ein. Damals ca. umgerechnet 31.800 Euro. Und wisst ihr, was das Witzige mal wieder dabei ist? Es sollten danach eigentlich noch mehr folgen, die natürlich nie in der Zukunft erscheinen werden. Beispielsweise Collabs im April. Im Mai sollte die große Kollektion 8888 erscheinen und jeder, der ein Gönjamin Genesis kaufe, sollte ein Shirt persönlich vom Weltmonarchen überreicht bekommen. Diamonds Member wurde eine private Audienz mit dem Boss versprochen. Exklusive Insights. Mitspracherecht, in welche Projekte zukünftig investiert werden sollten. Und natürlich kommt jetzt mal wieder das Szenario, welches natürlich in diesem Video wieder kommen muss. Und natürlich wie das Schicksal wieder auch hier seinen Lauf genommen hat. Danach wurde es nämlich im Discord-Channel sehr, sehr ruhig. Ende Mai wurden den Leuten dann schließlich klar, dass das Projekt tot ist. Wer hätte das nur für möglich gehalten? Danach meldete sich überraschenderweise Kollega im Discord. Jeder User, inklusive meiner Wenigkeit, konnte in diesem Ronin-Moment die ausgehenden Alpha-Wellen vom Big Boss spüren. Felix, danke allen Käufern, müsse das Projekt aber aus gegebenem Anlass erstmal ruhen lassen. Aber hier wichtig natürlich zu erwähnen, alle Holders sollten natürlich ihre versprochenen Benefits erhalten. Nach dem Album-Release im August von Free Spirit gab es, wer hätte es gedacht, kein Meet and Greet, habe ich bereits schon eingangs erwähnt, und niemand hat ein Kunstwerk persönlich überreicht bekommen. Dass irgendwas an wohltätige Zwecke gespendet wurde,
Das glauben wohl nur noch die dümmsten Groupies. Also hätte ich als Rapstar meine Fans so dermaßen verarscht, würde ich mich jahrelang vor Scham nicht mehr an die Öffentlichkeit trauen. Scheiße, was für ein Scam. Aber das ist hier schon wirklich absolute Superlative des Alpha-Mindsets, wie hier er kackendreisteils seine eigenen Fans ja auch noch abgezogen hat. Im Oktober 2022, knapp 7 Monate später nach dem Gönjamin Rugpull, postete Kollega in seiner Instagram-Story einen Crypto-Mining-Schuh von Leandro Lopez. Hier ist die Kleidermarke seines Freundes gemeint. Wenige Wochen später promotete Kollega zusammen mit Crypto-Gang den Wanderstiefel auf YouTube. Dass Felix hier nur für einen schnellen Cash-Grab saß, wurde schnell anhand seiner mangelnden Konzentration deutlich. Sagen, designtechnisch, ist das ein Teil, wo der Boss sich damit am Fuß sieht, oder? Das müsste ich mal ausprobieren. Gerade wenn du viel läufst, ist das, glaube ich, ein geiles Ding, weil es vor allem auch sehr bequem ist. Ich habe den vorhin mal anprobiert. Ja. Und du läufst da wirklich wie auf Wolke 7, kann man schon sagen. Und natürlich wurde auch dieses Produkt schon wieder als sehr tolles Investment beworben. Einfach nur Schuh tragen, mit App verbinden und loslaufen. Hier verdient der durchschnittliche Läufer am Tag ca. $3,80. Wenn du da dabei bist, interaktiv bist, mit dem Schuh läufst, dann kommst du auch mal auf deine im Schnitt 20, 30, 40 Dollar am Tag. Durch diese Interaktion kannst du das extrem nach oben multiplizieren. Das heißt, in der Spitze wird es tatsächlich so sein, dass du teilweise bis zu $2,000 am Tag damit verdienen kannst. Da muss ich kurz was dazu sagen. Vielleicht ist das gar nicht so klar, aber $3,80 am Tag, das sind 3 Monate damit rumlaufen und du hast das Invest für den Schuh ja schon. Dann ist das Return of Invest. Auf den Punkt wollte ich gerade auch hinaus. Und kurzes Update. Dieser Talk ist über ein Jahr alt. Das Release der Schuhe laut Roadmaps des Unternehmens hätte schon längst erscheinen sollen, aber das Release wurde darauf mehrmals verschoben. Natürlich folgten daraufhin schnell Beschwerden in YouTube-Reviews, im Discord-Channel oder auf Telegram und so weiter. Also Kolle, also Crypto-Gang, was ist denn jetzt mit den Sneakern? Scheinbar sollen die Sneaker im Dezember versendet werden. Mal schauen, ob die Lieferung dann tatsächlich zu dem angekündigten Zeitpunkt geschehen wird. Ob die besagten Wanderstiefel das sein sollen, wofür der Business-Monarch sie bewirbt, bleibt abzuwarten. Der Big Boss im seidenen Wanderstiefel lässt sich bis heute auf Events von Leandro Lopez einladen und sozusagen damit instrumentalisieren. Das Highlight ist die Performance, die Kolle an diesem Event in Offenbach hingelegt hat. Zum Glück gibt es auch noch einen Mitschnitt mit der Originalaufnahme. Ortel und Co. waren ja auch zum Glück vor Ort bei der Veranstaltung. Danke hier an Franz an der Stelle. Ein Riesenapplaus für unseren Boss, für Kollegen! Breit aufgestellt wie ein Weintraubenfeld. Boss-Aura am Start als West 2011. Moment, warte, wieso wird denn diese Performance mit einem Studio-Track vertont? Ah, okay, im Telegram schreibt der Kryptobeauftragte Tobias, dass es trotz professioneller Kameraleute mehrere Probleme beim Ton gegeben habe. Teile der Aufnahmen seien ohne Ton und unverwertbar. Oh, was? Wir haben einen Mitschnitt von der Performance? Kriegst nur eine Chance und ich nutze sie. Damals weiße Air Force und genutzte Jeans. Hinterlasse eine Erfolgsspur unbesiegt. Ich folgte meinem Dream. Von einem Jungen aus Mainz zu einem Evergreen. Numbers on the board, so wie Pusha T. Kollege, das Schwergewicht der Live-Performance im Deutschrap erinnert mich auch an ein anderes Schwergewicht in diesen Fahrgewässern. Ich mach euch stolz, erzähle nichts von Dream. Die selbst auf Gold. Alle Matten dieser Hand sind vorbei. Neben dem Verkaufen und Skalieren, was ich jetzt auch mehrmals in diesem Video schon ausgeschlachtet habe, gibt Kollege auch Expertisen und Lebensweisheiten zum Thema Psychologie. Am Ende des Tages wird alles vom Hormonspiegel gesteuert. Dein inneres Glück, dein Drive, das steuert alles der Hormonspiegel. Sowas wie Depressionen gibt's eigentlich nicht. Es ist einfach bei den meisten jungen Männern ein niedriger Testospiegel. 1950 war der Testosteronspiegel des Mannes noch 70% höher. Der ist seitdem jedes Jahr um 1% gesunken. Allein das führt zu diesen ganzen Dingen. Depression, Antriebslosigkeit. Bring den erstmal auf Vordermann. Da läuft alles schon ganz anders. Keine Quellenangaben, um seine Behauptung, These sowie pseudowissenschaftliche Aussage zum Thema Depressionen, so wie ich es eigentlich schon im gesamten Video ersichtlich aufgezeigt habe, zu stützen. Er redet eiskalt davon, dass Depressionen nicht existieren würden und nur ein niedriger Testosteronspiegel an allem schuld sei. Noch dazu soll laut ihm seit 1950 der Spiegel um 70% gesunken sein. Ja, Testosteronmangel kann zu einem erhöhten Risiko für Depressionen
Depressionen führen. Das ist aber einer von sehr, sehr vielen Gründen bei einem sehr komplexen Thema. Ebenso ist eine Hormonstörung ein Symptom für die Depression. Er verknüpft die Dinge aber nicht korrekt und umfasst alles mit dem Testosteronspiegel, der aber nur ein winziger Anteil an einer komplexen physischen Thematik der Depression mitwirkt. Auch die Aussage, dass der Testosteronspiegel seit 1950 um 70% gesunken ist, ist komplett frei erfunden. Quelle vertrau mir, Bruder, an der Stelle und wird einfach in den Raum geworfen. Es gibt keine Studie, keine Tests, keine Messwerte, die das unterstützen oder belegen. Da frage ich mich schon ein wenig, woher hat er denn diese Zahlen? Alles, was man findet, ist eine Vergleichsanalyse, wie die durchschnittliche Verteilung des Testosteronspiegels sich im Verlauf eines Menschen zeigt und messen lässt. Das hat aber alles nichts mit dem Jahr zu tun, in dem er lebt, sondern mit dem Alter, seitdem er lebt. Und yo, es existieren Studien, dass es Senkungen gab, aber hier ist die Senkung zum Beispiel bei 30%. Es lässt sich aber keine Studie finden, die explizit 1950 bis heute mit einer Senkung von 70% aufweist bzw. vorweist. Das ist einfach hier frei erfunden. Aber hierfür haben wir ja von Colli die Allzweckwaffe für Depressionen verraten bekommen. Also stellt euch alle mal bitte nicht so an, wenn ihr Depressionen habt. Das liegt nur an einem zu niedrigen Testospiegel. Also, was heißt das? Einfach Testo spritzen und ihr seid all eure depressiven Probleme los. Was soll man denn zu sowas einfach sagen? Es ist mega unangenehm. Ich finde es einfach auch mega deplatziert und auch kackend dreist von Colli, sich zu so einer Thematik so in der Öffentlichkeit zu äußern. Das ist für jeden Menschen, der schon mal in einer Therapie war, einen Schicksalsschlag beispielsweise erlitten hat oder einfach mit depressiven Problemen kopffix zu kämpfen hat, ein richtig fetter Boss-Bitch-Slap in die Fresse. Jedoch später hat er in einem Interview mit Marvin seine Aussage revidiert. Und das ist einfach noch unangenehmer. Er hat es wirklich drauf, wenn es um das Thema Psychologie geht. Auch Bio war ja nachweislich schon immer seine Stärke. Kollega ist ja auch ein Befürworter gegen Zensur und ein Freund von objektiver Berichterstattung, wie wir bereits schon feststellen durften. Im zweiten Making-of-Video seines Boss-Modes-Booster hat er einfach, weil er für eine Sekunde mit Maske zu sehen war, die Szene herausgeschnitten. Da ist der hellbare Alpha-Illuminati mit der Alpha-Genetik aber ein blindes Schaf gewesen. Zum Glück ist dieses Missgeschick während der Corona-Pandemie keinen Usern aufgefallen. Gleiches gilt natürlich auch für die antisemitische Karikatur aus seinem veröffentlichten Ansagevideo, in dem er den Mainstream-Medien wie Bild, RTL und Co. nach dem Echo-Eklat den Kampf erklärte. Für mich war diese Konstellation damals ebenfalls eine Simulation einer Matrix, weil einfach sich hier die Schwergewichte Bild und RTL beispielsweise einfach mit Kollega gebieft haben. Irgendwie passt es auch schon wieder zusammen. Das alles in einem geführten Duktus von Felix, der natürlich an Populisten oder wer hätte es für möglich gehalten, an Verschwörungsideologen erinnert. Hier hat der Don Pimp Illuminati zwar die Szene bei 1 Minute 17 nicht rausgeschnitten, dafür aber zensiert und unkenntlich gemacht, da im Streit des stets kritischen Hinterfragers gegen das HS-Blatt Bild sowie dem Drecksender RTL die antisemitische Karikatur aus dem Ansagevideo für neuen Zündstoff sorgte. Das Universal-Genie äußerte sich bezüglich der antisemitischen Karikatur wie folgt in einem Video. Ah, noch ein Nachtrag, so ist auch eine lange Diskussion hier, die man hier führen muss. Ich könnte auch jetzt ein bisschen Geld verdienen gehen. Naja, auf jeden Fall. Liebe Bild, ich weiß auch, was eure nächsten Moves sind, nur dass ihr das wisst. Ihr werdet heute wahrscheinlich dann Bericht machen über die eine kurze Szene der Karikatur in meiner gestrigen Rede. Ich würde diese eine halbe Sekunde rauspicken und wieder den Antisemitismusvorwurf auspacken. Oh, die Karikatur, oh, die Juden unterdrücken die Welt, sagt er hier. Ihr werdet ignorieren, dass das Video geschnitten wurde von Moist, dem YouTuber. Ihr werdet auch meine Rede inhaltlich komplett ignorieren, weil ihr keine Argumente habt. Macht weiter, bitte schauen. Laut Kollega seien die Bilder für das Video nicht von ihm, sondern von dem YouTuber Mois ausgewählt und zusammengeschnitten worden. Aber das Video wurde doch auf deinem YouTube-Kanal hochgeladen und veröffentlicht. Hä? Hinzu kommt ja auch noch, dass du das besagte Video auf allen deiner Social-Media-Kanälen vorweg promotet und geteilt hast. Wie unlogisch an der Stelle. Kollegas damalige Stellungnahme zu Bild wirkte dazu auch sehr seltsam und fragwürdig. Das Video, das eine missverständliche Grafik enthält, ist ohne meine Kenntnis erstellt worden.
Von der Karikatur distanziere ich mich. Ich bin kein Rassist. Hier ist irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und natürlich, was hat Kollega gemacht? Statt auf die Vorwürfe einzugehen, hat er versucht, die Vorwürfe durch ein Angebot an all seine Fans mit jüdischen Wurzeln auszuhebeln. So, und zu allerletzt jetzt, zu guter allerletzt wirklich jetzt noch eine Sache, und so heben wir die komplett aus, Freunde. An alle Hörer von uns, die jüdische Wurzeln haben. Jetzt drehen wir den Spieß mal um und ihr werdet mal bevorzugt. Ihr kommt ab jetzt auf Lebenszeit auf jedes Konzert und sonst in den Backstage mit uns chillen. Shalom. Und wenn das Angebot jetzt ignoriert wird von der Bild und nicht thematisiert wird, dann ist das der größte Beweis dafür, dass es denen nur darum geht, Rufschädigung zu betreiben und Probleme zu machen. Indem er sich mal wieder als Retter des Guten inszeniert. Für sie solle es von nun an kostenlosen Eintritt auf alle Konzerte von Kollega und Farid Bang geben. Der stets hellwache Don Pimp Illuminati macht genau die gleiche Scheiße, was er den von da oben gesteuerten Mainstream-Medien immer vorwirft. Er versucht die Leute und seine eigene Community den Leuten irgendeine Scheiße zu verkaufen und die Leute auch vor allem dumm zu halten. So krass sind die Leute schon gebrainwashed in Deutschland und das ist das Traurige. Was ich ja ebenfalls noch sehr amüsant und ebenfalls auch sehr, sehr widersprüchlich finde, ist der ständige Autotune-Widerspruch, der sich systematisch durch Kollegas komplette Karriere zieht. Wer von euch erinnert sich denn noch an die Aussage des Don Pimps in Bezug zu der Charity-Aktion mit den krebskranken Kindern, als er damals einfach öffentlich gepostet hatte, dass man nicht blind der Pharmaindustrie vertrauen soll? Was soll man dazu noch sagen? Kolle, hättest du es mal besser persönlich den krebskranken Kindern damals gesagt, dass es natürlich immer besser ist, um den Krebs zu besiegen, einen Heilpraktiker oder einen Esoteriker aufzusuchen, statt eine Chemotherapie durchzuführen? So, der Verfechter des gesunden Menschenverstandes. Sehr gut. Man kann es nicht pauschalisieren. Das, was man als Schulmedizin kennt, ist nicht pauschal zu verteufeln. Es ist ein Graubereich, nicht schwarz-weiß. Genauso wie das, was man als den alternativen Bereich, da ist auch viel Schwurbelei dabei, aber eben auch Wahrheiten. Genau. Ne? Auf beiden Seiten, best of both worlds, ist eher so mein Weg. Ihr merkt ja selber, wie viele inhaltlichen Aussagen und Zitate von Felix mittlerweile von mir zu dieser Thematik ausgeschlachtet wurden. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Es gibt kaum einen Rapper im deutschsprachigen Raum, der seine Fans so oft krass und nachhaltig verarscht und abzockt wie Kollega. Trotzdem fressen ihm seine Alphas jede Scheiße aus der Hand. Fuck egal, wie minderwertig diese dabei ist. Kollega hat es wirklich geschafft, einen Haufen voller blinder Leitwölfe um sich herum zu mobilisieren und zu versammeln, die stets Dinge kritisch mit ihrem dritten öffnenden Auge hinterfragen und parallel mit ihren zwei anderen Augen die Scam, Betrüge und Abzocke vor Blindheit nicht wahrnehmen. Genau das sollten doch unbedingt die Hardcore-Alphas bei Kollegas fragwürdigen Business-Moves machen. Nehmt euch ein Beispiel am Alpha-Leitwolf. So, und die große Gefahr davon ist, wenn man sich sein eigenes Bild nicht macht, einfach nur mit seinem Menschenverstand, egal was da draußen ist. Die Konsequenz daraus, wenn du zu naiv durchs Leben gehst und die Dinge nicht selber hinterfragst und auf andere vertraust, dass du den Abgrund runterfällst mit den anderen Lemmingen. Und das ist Free Spirit. Nehmt es selber an. Macht euch eure Gedanken dazu. Macht euch immer ein eigenes Bild, nicht nur bei meinen Sachen. Das war so ein bisschen ein Trainingslauf, aber nehmt das bitte mit, dass ihr alles hinterfragt, weil die Dinge sind eigentlich meistens sehr simpel und auf der Hand liegend, wenn man seinen Menschenverstand benutzt. Freier Geist. Das ist Free Spirit. Dinge stets kritisch zu hinterfragen. Der Hang zu dubiosen Themenwelten und Geschäftszweigen ist bei Kollega ja kein Einzelfall und auch bei weitem nicht neu. Es sollte nach wie vor festgehalten werden, dass Kollegas Weltsicht in sehr vielen Dingen problematisch und auch fragwürdig einzustufen ist. Zwischen krassem Abdriften in das Alpha-Mindset und einer straff geführten Diktatur der Alpha-Army. Wir sind Alpha! Wir sind Alpha! Scheint alles möglich, wobei letzteres schon sehr, sehr unangenehm wäre. Vielleicht hat sich da Kolle auch am Ende etwas verzockt. Und seine Aufgabe, die er sich persönlich aufgetragen hat, die Welt zu retten, entpuppt sich später in vielen Situationen und Konstellationen als Simulation seiner eigenen Illusionen der durchzubrechenden Matrix. Von der Matrix abkapselt, es geht dir Machteinfluss verloren. Er ist ein Opfer seiner eigenen systematischen Neigung und Verzerrung, seiner eigenen Wahrnehmung und seinem Denken.
Anakin, wie er sich das ganze Video wie ein Kaugummi durchgezogen hat. Er pickt, wählt und interpretiert die Informationen so heraus, die seinen eigenen Erwartungen, Überzeugungen und Aussagen bestätigen. Der sogenannte Confirmation Bias, der auch gerne in der Verkaufspsychologie stattfindet und eingesetzt wird. Kollega versucht sich durch seine Selbstdarstellung in Form jeglichen medialen Outputs oder des Angebots diverser Fitness- und Coaching-Programmen als makelloses Vorbild zu präsentieren, dem jedoch bizarre Business-Moves, Kritik, Unfähigkeit, das muss man hier auch mal wirklich betonen, mehrere Widersprüche und vermittelte fragwürdige Ansichten widersprechen. In seinem Wahn äußerte Felix vor geraumer Zeit Kritik an der Politik und bietet sich als Politikberater unter der Devise für das Gemeinwohl an. Er forderte in einem Instagram-Post, die Zeiten werden härter und die Menschen ärmer. Zukunftsangst und Unsicherheit steigen. Er fordere alle Politiker, die noch einen Funken Ehre, Werte und Idealismus haben, dazu auf, sich sofort parteiübergreifend gemeinsam für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen. So geht es nicht weiter. Als Ansprechpartner und Berater für sinnvolle und langfristige Lösungen, ist es eigentlich hier Satire an der Stelle, was er hier gerade ausgesprochen hat, der Probleme in diesem Land stelle ich mich zur Verfügung. Wer nichts in die Hand nimmt, wer sein Image oder seinem zukunftsorientierten Handeln schaden könnte, davon ausgeht, dass die Welt ein Pyramidensystem ist, die Menschen direkte Befehle von Satan bekommen, kompromisslos auf seine eigenen Vorstellungen beharrt und die Pietätlosigkeit represented wie kein zweiter, der ist in der Politik genau der Richtige. Wer so viele öffentliche Leichen im Keller hat, mittels fragwürdiger Moves und falschen Behauptungen schon immer versucht hat, den maximalen Profit aus seinen Geschäftszweigen herauszuholen, Leute dafür nachweislich belügt, verarscht und abzockt, sollte erstmal anfangen, vor seiner eigenen Haustüre zu kehren. Wenn dieses Szenario oder diese Konstellation jemals eintreten sollten, dass Felix sein Unwesen in der Politik treiben darf, dann sehe ich mal für uns alle richtig schwarz. Dann hätten wir nämlich spätestens 2033 in Deutschland das bevorstehende Armageddon. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmals bei meinem stabilen Ehrenpre Rexy für diesen ultra krassen Track, den er für dieses Video beigesteuert hat, nochmals recht herzlich bedanken. Link zu dem Track von Rexy ohne mein Video findet ihr auf seinem Kanal. Link in der Videobeschreibung. Tut mir noch bitte alle einen Gefallen und lasst ein bisschen Liebe für den Pre da. Für diese stabile lyrische Rückhandschelle oder diesen lyrischen Bitchslap in die Fresse des Big Bosses, aka Felix Blume. Für mich einer der vielversprechendsten Newcomer, die ich aktuell auf dem Bildschirm habe. Checkt den unbedingt mal aus. An dieser Stelle geht auch noch ein fettes Story von meiner Seite an euch heraus, dass ich so lange inaktiv war und nichts von mir hören ließ. Ich war die letzten 1,5 Jahre sehr inaktiv. Das lag einfach aufgrund von diversen privaten Schicksalsschlägen und privaten Struggles, die mich zu dieser Zeit verfolgt haben. Das wird sich aber jetzt definitiv ändern, da ich mir hier vorgenommen habe, diesen Kanal wieder etwas professioneller zu gestalten. Und für die kommenden Wochen sind diverse Uploads geplant. Mein Ziel ist es, Premiere mindestens alle 2 Wochen ein etwas aufwendigeres Video rauszuhauen. Seid einfach mal gespannt, da wird noch einiges auf euch zukommen. Das war's jetzt mit dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Video, zu diesen ganzen Thematiken in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt von euch, macht's gut und das Allerwichtigste, bleibt gesund.